Ja, hallo, liebe Freunde des virtuellen Rennsports. Herzlich willkommen, liebe ADAC-Mitglieder und all jene, die es noch werden wollen. An meiner Seite heute wieder der Mann, von dem, ich glaube, vor jeder Streckensprecherkabine in ganz Europa eine goldene Statue steht. Ich darf euch vorstellen, der wunderbare, der einzigartige Jörg Hennig. Ja, Zappi, vielen Dank für die netten Begrüßungsworte und auch ich begrüße alle, die jetzt schon dabei sind, heute Abend beim dritten Meisterschaftslauf dieser Serie. Wir waren in Silverstone, wir waren in Paul Ricard unterwegs und heute geht's runter nach Italien, hoffentlich in den warmen Süden mit viel Sonne. Wir lassen uns überraschen und das ist ein Hochgeschwindigkeitskurs, den wir heute in Imola fahren dürfen. Also wir haben ja, also Rennställe, die haben ja immer so eigene Meteorologen auch angestellt. Also da gibt es ja in der Peripherie gibt es ja alles, was man irgendwie sich vorstellen kann, vom Catering bis über eben auch Meteorologen. Und da sind schon alle ausgeschwärmt, lieber Jörg. Und ich glaube, es könnte regnen. Ich war am Samstag auf dem 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring. Da hatten wir auch wirklich von morgen um 8 Trainingsbeginn bis so gefühlt nach den ersten 4 Rennstunden alles trocken. Dann kam auch in der Eifel so ein bisschen Regen auf. Und Zappi, in der Eifel, da brauchen wir keine Meteorologen, da brauchen wir einfach Sportwarte an der Strecke, die uns dann in der Streckensprecherkabine immer per WhatsApp informieren. Hohe 8 Regen, das Karussell ist trocken und so weiter. Ja, mal schauen, wie es heute dann ausgeht in Italien. Da glüht die WhatsApp-Gruppe, kann ich mir richtig vorstellen. Nürburgring, Nordschleife ist ja eine etwas größere Rennstrecke, die man nicht so einfach aus einer Sprecherkabine überblicken kann, wie zum Beispiel in Assen oder so der Fall ist. Also da braucht man schon überall an der Rennstrecke seine Informanten. Apropos Informanten, Informationen wollen wir euch auch geben. Und zwar, wir schauen nochmal rüber über die letzten Rennergebnisse und über die Meisterschaftsergebnisse. Und dann kommen wir mal wieder so ein bisschen in das Orakel, da holen wir mal wieder beide die Glaskugel raus, reiben dreimal drüber und dann gucken wir mal, wer heute gewinnt. Schauen wir mal. Aber erstmal die Ergebnisse vom letzten Mal, du hast es ja eben gerade schon gesagt, Paul Ricard sind wir da gefahren, auch da ein ja unfassbar actionreiches Rennen, was wir da gesehen haben. Aber jetzt erstmal die Ergebnisse und wir fangen an mit den Overall-Ergebnissen. So, und da haben wir sie. Lukas Tipper hat da gewonnen vor Chris Brehm, Pascal Reihe, Julian Schrammeck, Alexander Heim. Dann die Silberwertung hat gewonnen Kai Jüngling vor Benjamin Pingel, Klaus Trapp dann auf dem Treppchen. Auf der zweiten Seite sehen wir auch schon den ersten AM-Fahrer hier, Sven Sievertsen, der da den Pokal für den ersten für sich einheimsen konnte. Wir schauen uns natürlich auch nochmal die Ergebnisse in den einzelnen Klassen an, liebe Freunde. Hier, wie gesagt, erstmal der Gesamtüberblick. Patrick Klamitzki und dann Tim Henke komplettierten dann da das Podium. Es war ein Rennergebnis, was uns aber auch überrascht hat, nicht unbedingt in der Pro-Klasse, aber ja, wenn man dann sieht, Benjamin Pingel hat den zweiten gemacht, wurde geschlagen von Kai Jüngling. Wir hatten in der AM-Klasse auch eine Veränderung im Klassement. Wir hatten dort ja einen Sieger im ersten Lauf namens Roman Klemke. Sven Sievertsen gewann den zweiten Wertungslauf, wie du gerade gesagt hast. Und somit haben wir auch ein herzerfrischendes Durcheinander im aktuellen Meisterschaftsstand, wo es ja für den Sieg in einem Wertungslauf 25 für den Zweitplatzierten 22 Punkte gibt. Und zur Ergänzung für den Drittplatzierten 20 Punkte. Genau, wir schauen jetzt hier auch gerade nochmal über die Rennergebnisse der AM-Klasse rüber. Denke, haben wir jetzt gerade schon genug erläutert. Schön ist auch, der Heinz ist heute wieder mit dabei, Jörg. Ich hoffe, du freust dich. Auf jeden Fall. Er hat mir letzte Woche auch noch geschrieben und sagte, Jörg, du hast mal was von 64 gesagt. Nein, Hans, das war eine andere Erklärung gewesen. Heinz ist natürlich 84 Jahre alt und hat dazu auch passend die Startnummer auf seinem Fahrzeug. Und der ist im Übrigen, Heinz Kottmann, der Rekordteilnehmer bei der Rallye Köln-Ahrweiler, die es dann Mitte November wieder gibt. Auch in diesem Jahr zum zweiten Mal mit dem Start- und Zielort auf dem Nürburgring im Fahrerlager. Also alle hinter. Wann ist das genau? Ja, so ziemlich Mitte des Monats November. Möchte mich jetzt da, doch, können wir genau sagen. Da haben wir natürlich auch hier einen Kalender, wo man ja, mal ganz. Also das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn du das nicht hättest genau sagen können. 10. Freitagabend 10. Da gibt es 2 Wertungsprüfungen in der Dunkelheit und samstags 11. Da gibt es 12 weitere Wertungsprüfungen. Absolutes Highlight. Fahrerlager an Nürburgring. Leider aufgrund des A-Hochwassers sind wir ja aus dem Start- und Zielort Maischoss im letzten Jahr weggegangen. Aber Nürburgring-Fahrerlager auch eine tolle Location. Absolut. Was auch toll war, war das Rennen bei den Silberlingen, wie ich sie immer so schön nenne.
Die Silberwertung haben wir hier auch nochmal für euch eingeblendet. Wie gesagt, Kai Jüngling davor, Benjamin Pingel und Klaus Trapp, die ersten drei. Aber Zappi, da war doch auch gewesen, ein Kai Jüngling, der macht ein Rennen zuvor den achten Platz und fährt hier den Sieg ein. Also für heute eine Prognose abzugeben, ich tue mich persönlich sehr, sehr schwer. Eigentlich könnte man da von jedem Fahrer eine Karte ausdrucken, die einmal hochwerfen und dann eine rausziehen. Dann hat man vielleicht mehr Glück. Ja. Absolut. So, und dann gucken wir noch bei den Pros natürlich rüber. Und das haben wir dann hier. Und dann noch rucki-zucki natürlich die Meisterschaftsstände. Wie gesagt, dass ihr auch da wieder abgeholt seid. Wer hat eigentlich gewonnen? Hier, ja. Na klar, Lukas Tipper vor Chris Behm. Der hat ja beim ersten Rennen nicht ganz so viel Glück gehabt. Da gab es ja die Kollision in der ersten Kurve. Und beim zweiten Rennen holt er sich da den zweiten Platz. Also da auf jeden Fall auch schon mal die Tendenz, die Formkurve nach oben. Wir werden aber gleich erkennen, dass er in der Meisterschaft damit auch nicht vorne mit dabei ist. Aufgrund des Fauxpas im ersten Durchgang. Lukas Tipach, zweimaliger Sieger in der Pro. Heim hat mich überrascht mit der Konstanz, vierter und fünfter Platz. Mhm. Damit in der Meisterschaft, du wirst es gleich einblenden und es erklären, auch weit vorne dabei. Gab auch hier eine Überraschung, dass in diesem zweiten Wertungslauf in Paul Ricard keiner der Meisterschaftsmitanwärter nach dem ersten Wertungsdurchgang bis auf Lukas Tipach vorne im Konzert der Großen mit dabei waren. Also ja, hier Spannung hoch 3. Absolut, absolut. Wie gesagt, ganz vorne vielleicht nicht ganz so. Da muss Lukas Tipach, glaube ich, schon der Arm abfallen oder sowas, dass es da nochmal spannend wird. Aber dahinter auf den Verfolgerplätzen. Und es gibt ja nicht nur für den Sieger was, sondern auch für Zweiten und Drittplatzierten. Also dementsprechend, es lohnt sich da noch dran zu bleiben. Wir bleiben auch dran bei der Silberwertung. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Benjamin Pingel führt da vor Kai Jüngling und dann Timo Cent. Da gab es ja auch nochmal eine Situation im letzten Rennen. Der wäre ja auch ein bisschen weiter vorne gelandet. Ich glaube, da gab es nochmal eine Drive-Thru. Ich möchte das natürlich jetzt gerade nicht durcheinander würfeln, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr actionreich für den Timo. Achter Platz im zweiten Durchgang, erster Lauf drittplatziert, also das sieht man schon. Hier musst du heute Abend auch wieder hellwach sein. Es fehlt bei vielen noch eine Konstanz, bis auf Lukas Tipach. Und der ist ja mit seiner Mannschaft von Low Fuel Motorsport auch der Führende in der Meisterschaftswertung, in der Mannschaftswertung. Jawohl, so, und dann gucken wir noch bei den AM-Fahrern rüber. Und da haben wir ganz, ganz vorne Sven Sievertsen, dann aber Roman Klemke, Frank Küpper sehr dicht beieinander. Dann haben wir schon wieder einen größeren Abstand, 10 Punkte zu John Pascal-Meyer, Christian Feldmann, Jörg Rudloff. Also auch da mischt sich das alles mal, da holt jeder mal so ein bisschen ein paar Punkte. Die ganz vorne weg, ja, die haben da schon auf jeden Fall mal so ein kleines Polster zwischen sich bringen können. Aber dahinter im Mittelfeld ist es auch sehr, sehr spannend und da kann halt jede Position auch eine Position in einer Meisterschaft bedeuten. Nur wenn man dann auch sieht, was es dort für Verschiebungen gegeben hat, wenn man einen Hans-Jürgen Güllekers, der nach dem ersten Durchgang Fünfter noch in der Meisterschaft gewesen ist, der ist auch zurückgefallen im Klassement, ist jetzt nur auf der 14. Meisterschaftsposition. Also es geht hier wirklich drüber und runter. Das ist doch das Schöne. Und vor allem, Zabi, wir haben kein Teilnehmerfeld mit 8, 9 oder 10 Fahrzeugen. Wir haben ein riesiges Feld, denn es gibt ja auch immer wieder diese Nachrücker. Die warten förmlich darauf, auch in letzter Minute noch hier eine Startzusage zu bekommen. Ja, die stehen quasi, kampieren morgens schon vorm Discord, 6.15 Uhr mit Zelt und Proviant, Mutti hat noch schön Stollen geschmiert und da warten die, bis sie da nachrücken können, also ist wirklich, ja, die 6. ADAC Sim Racing Challenge wirklich sehr, sehr, sehr beliebt. So Jörg, ich würde sagen, wir gehen zurück ins Studio und dann bereiten wir uns schon auf das Rennen vor, wa? Hast du die Glaskugel schon raus? Geholt. Ich habe sie ganz weggelegt, weil es hat eh keinen Zweck. Ich habe mir die Meisterschaftsstände in Ruhe angeschaut heute Nachmittag und erkannt, eine Aussage treffen, wer gleich vorne dabei ist im Rennen. Ich halte da mal ganz schön den Mund. Na, wir schauen mal. Erstmal zurück ins Studio. So, da sind wir wieder zurück im Studio. Ja, du hast gesagt, Glaskugel weggelegt. Ja, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Lukas Tipach wird bei den Pros wieder das Ding holen, aber dahinter, zumal, Jörg, wie ich es gesagt habe, ich bin jetzt hier gerade schon an der Rennstrecke, es regnet.
Jetzt schon haben wir Regen, da wo wir noch gar nicht richtig begonnen haben, da wo wir noch keinen Startvorgang haben, Zabi, das wird hochinteressant werden. Aber was ich so bei den Pros vermisse, es gibt Konstanz, ja, ein Heim fährt einen vierten und fünften Platz ein Julian Schrammeck fährt einen fünften und vierten Platz ein, aber mit Konstanz meine ich, du musst vorne 1, 2 und 3 mit schöner Regelmäßigkeit abliefern, ja. Denn ein Heim, ein Schrammeck, die können nicht darauf hoffen, dass die anderen auch irgendwo wieder patzen. Mhm, ganz genau. Und es wird ja von Mal zu Mal weniger, was ich an Punkte holen kann. Ne? Wir sind ja nach dem Rennen, haben wir ja schon Halbzeit. 6 Rennen haben wir hier. Wir sind jetzt hier beim dritten. Also es ist nicht mehr so viel Zeit. Da muss man dann schon gucken. Und ja, sich die Punkte früh wie möglich einheimsen. Es ist ja auch ein internationaler Kalender mit Silverstone, mit Paul Ricard, heute in Italien Imola, Valencia, Indianapolis, Kyalami. Es sind Strecken, wo viele auch nicht so oft bis dato gefahren und trainiert haben. Also die müssen auch Zeit investieren hier in dieser Bombenserie, die ja durchgeführt wird von 3 Regionalclubs von Hansa, Schleswig-Holstein und Westfalen. Und hast du eben ADAC gesagt, ich lehne mich schon mal ganz weit aus dem Fenster und ich sage, ohne den ADAC gibt es keinen Motorsport in Deutschland. Ja, hier und da bisschen irgendwo was, aber der ADAC ist federführend mit allem das, was den Motorsport in Deutschland betrifft und absolut federführend auch Gelbe Engel und so weiter, die Straßenwacht, die Luftrettung, Verdienst. Und wer bis heute nicht im ADAC ist, Tabi, der sollte mal morgen ganz schnell zur Geschäftsstelle gehen. Also, aber haut die Hacken in den Asphalt, Freunde. In jeder Stadt, wo ihr wohnt, gibt's eine ADAC-Stelle, also da hin und Mitglied werden. So, Jörg, jetzt aber zum Rennen. Du kennst es ja, wir gucken uns erstmal die Strecke an, bevor wir dann gleich direkt ins Qualifying gehen. Und dann würde ich doch mal sagen, ab rein in den Heli. Wir gucken mal, was uns jetzt gleich erwartet. Los geht's. So, da sind wir auch schon. Fakten, 1952 gebaut, 4,959 Kilometer lang, 16 Kurven haben wir hier an der Zahl. Und die erste Kurvenkombination nennt sich Variante Tamburello. Versuche das mal möglichst authentisch auszusprechen. Dann Variante Villeneuve. Links-Rechts-Kombination, auch links und rechts ordentlich Kiesbett. Also hier eine Strecke, nicht wie Paul Ricard, wo man, wenn man neben der Strecke ist, dann einfach wieder zurückkommt. Nein, nein. Apropos zurückkommen, Tosa, da muss man schön weit ausholen, dann Schwung holen rein in die Doppel-Links, Piratella. Dann, ich glaube, ja, die bekannteste Kurve hier in Imola, Kurvenkombination Acqua Minerali. Dann kommt ja eine Schikane. Ich glaube, die würden viele, viele Fahrer gerne aus der Strecke rausstreichen. Das ist die Variante Alta. Da bremst man sehr, sehr weit runter. Und dann ja auch ikonisch Rivazza 1, Rivazza 2. Es geht so ein bisschen bergab. Da muss man ein bisschen früher bremsen, gerade wenn das Auto noch ein bisschen, ja, mit ein bisschen Sprit beladen ist. Wenn man am Wochenende vielleicht 2, 3 Kuchen zu viel gegessen hat, dann muss man da einen Tick früher bremsen. Das schiebt den Berg lang runter. Ja, und dann nach Rivazza 2 sind wir schon auf Variante Bassa, beziehungsweise die Startzielgerade könnte man ja nicht sagen, Startzielgeraden-Schlängel, wenn ich es jetzt mal definieren müsste. Jörg, hast du was zu ergänzen? Nein, ich bin nur wieder überrascht, was wir hier wirklich für klangvolle Namen haben. Die hört man sonst noch von Formel 1 und so weiter. Rivazza, ja. Da wird wirklich schon einem so ein bisschen die Gänsehaut reingetrieben in die Unterarme. Also wir freuen uns. Und was mich auch überrascht, wir haben keinen der Top 5 aus der Klasse, der geht der Prost, denn wir fahren ja alle in der GT3-Variante, die einen Ferrari pilotieren. Also die ersten 5 sind BMW, Porsche, McLaren, aber keiner von denen, der auf einem Ferrari unterwegs ist, in der Klasse der Pros. Und das heute auf einer italienischen Strecke. Mal schauen, wie die anderen Marken sich dort verhalten. Na, schauen wir mal, wie das Pferd hier herumgaloppiert. Aber, Freunde, jetzt geht's los. Wir gucken mal, wer das Rennen vor dem Rennen hier schon wieder gewonnen hat. Das müsste hier der Kollege Chris Behm sein. Ich würde sagen, wir gehen rein. Überholmöglichkeiten, das können wir vielleicht noch ergänzen. Natürlich am Ende der Start- und Zielgeraden. Dann, ja, Tosa kann man sich auch mal so ein bisschen reinstellen, je nachdem, wie man Variante Villeneuve bekommt. Piratella Acqua Minerali eher schwer. Ja, wenn man Acqua Minerali nicht so gut rauskommt, wenn da die Kohlensäure ein bisschen fehlt im Motor, dann kann man auch in Variante Alta angreifen. Ja, aber häufig sieht man Rivazza dranbleiben, um dann am Ende der Start- und Zielgerade das Manöver zu setzen. Aber wir manövrieren jetzt auf die Strecke, Freunde. Das dritte Rennen in der 6. ADAC Sim Racing Challenge geht los, aber natürlich zuerst mit dem Qualifying. Nur
Nur 15 Minuten Qualifikationstraining und da muss wirklich alles zusammenpassen. Da darfst du keinen Verkehr haben, keine großen Verbremser. Da müssen die Reifen funktionieren. Wir haben gerade gesehen, auch so richtig, Chris Behm, über die Curbs darf man nicht an jeder Stelle räubern, was er gerade getan hat. Chris Behm, der ja aktuell der 9. Platzierte in der Meisterschaft der Pros ist, der für den ADAC Westfalen hier an den Start geht. Ja, und bleiben wir doch hier mal im Cockpit, dann können wir auch hier nochmal die Kurven mitgehen. Hier fährt er gleich runter in Rivazza. Ja, und was ich hier gesagt habe, hier geht's bergab, ein bisschen früher bremsen, geht natürlich für den Regen doppelt so sehr. Ne, gerade da rutscht man schon etwas runter. Ich hoffe, alle haben ihre Gummistiefel eingepackt. Das könnte sehr, sehr nass werden. So, aber jetzt hier Start und Zielgerade. Und dann werden wir gleich hier die erste gezeitete Runde sehen. Chris Behm wird sie setzen. Hier rein Variante Tamburello. Ah, verbremst sich hier, geht sehr, sehr weit. Und das kostet richtig, richtig viel Zeit gerade. Also da hat er bestimmt ja, über den Daumen gepeilt. Pi mal Daumen, mal Fensterkreuz. Locker eine halbe Sekunde verloren. Wir werden heute auch einiges erleben, wenn es so bleiben sollte mit der aufsteigenden Gischt. Wir haben gerade schon gesehen, ein Fahrzeug hat bereitwillig Platz gemacht, wäre er draußen geblieben, gerade diesen breiten Reifen und dieses ganze Heckflügelwerk, da gibt es schon mächtig Spray, was man dann vor der Scheibe hat, da fährst du oft ins Blinde hinein. Und das wird uns heute mit Sicherheit dann, wenn es so bleiben sollte, auch über den kompletten Wertungslauf, der über 60 Minuten angesetzt ist, verfolgen. Chris Behm hat jetzt quasi gerade abgebrochen, hat Alexander Heim hier den Vortritt gelassen. Dementsprechend werden wir gleich von Alexander Heim die erste Zeit sehen, die erste Benchmark. Wir mal ich, bin mir gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher mit Alexander Heim, der ja für die Mannschaft des ADAC als AC Oberhausen bei Randale Racing an den Start geht, ob er ein guter Regenfahrer ist oder ob er wie die meisten lieber die trockene Strecke mag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vermag es nicht zu sagen, in welcher Tendenz ein Alexander Heim ja unterwegs ist. Im besten Fall kann man beides. Aber ja, Jörg, du sprichst da was an. Ich persönlich war auch ein besserer Regenfahrer, als ich im Trockenen war. Also wahrscheinlich, weil ich immer sehr, sehr vorsichtig gefahren bin und die anderen sich reihenweise die Autobahnausfahrt genommen haben, während ich da vielleicht mit 20 km/h langsamer, aber stetig ans Ziel gekommen bin. Also Bundesstraßentempo eingeschlagen auf der Autobahn, aber durchgekommen. Und das könnte, Zappi, auch heute das Geheimnis sein. Sich im entscheidenden Moment ein bisschen zurückhalten. Wir sehen auch, der eine oder andere geht rüber auf die nasse Seite, hat nichts mit den Reifen zu tun, dass man die abkühlen möchte, die Regenreifen. Das ist einfach ganz faires Motorsport-Feeling. Da macht man Platz für die, die hier in diesem Fall auf einer schnellen Runde unterwegs sind. Jawohl. So, wir haben jetzt hier die Provisional Purple. Jetzt flattern hier natürlich die Zeiten rein, die Tauben im Taubenschlag. 1:48.885 für Lukas Tippach. Ja, der vorhin so ein bisschen überrascht war. Der hatte nämlich auch das Wetter sich mal angeschaut und dachte, oh, Regen. Du hast gute Kontakte zu diesem Team. Aus diesem Grund wissen wir ein bisschen mehr. Da kennen dann ein oder zwei Racing. Leute kenne ich da, ja. Ja, und die beiden sind ja heute auch hier unten. Unterwegs. Und da gibt es fast einen gemeinsamen Abflug. Einer, der dabei war, war die 257. Das war eben Lukas Tippach gewesen, der im letzten Jahr noch Zweiter in der Pro-Klasse wurde im BMW M4 GT3 hier, der Seriensieger. Du hast ihn auch für heute groß auf der Rechnung, schätze ich. Na klar. Also wer, ist Tippach einer, der mit das und der Strecke gut zurechtkommt? Doch, würde ich sagen. Der ist eigentlich ein Multitalent. Und dann gibt es natürlich auch so Strecken, wo er ein bisschen besser ist und wo man natürlich da noch ein bisschen ausbauen kann. Aber doch, er ist ein Allwetterfahrer. Wir haben aber auch jetzt hier schöne Vermischungen auf dem Zeitnahmemonitor. Wir sehen den Zweitplatzierten, Max Rühn. Der hat bis dato kaum was Vernünftiges abgeliefert. Wird unzufrieden sein. 19. Paul Ricard letztes Mal, Meisterschaft 16. Und der ist jetzt auf Platz 3 unterwegs. Aber Zappi, wir haben einen neuen Zweitplatzierten. Ja, das ist Pascal Reihe. Der fährt sich hier in die erste Reihe mal rein. 0,765 der Abstand. Wo ich jetzt aber auch nochmal so ein bisschen die Spotlight drauflegen wollte, wer ist denn eigentlich hier ja quasi Erster in den jeweiligen anderen Klassen? Da haben wir hier Morten Dierks. Den haben wir da auch nicht so immer häufig komplett da weit vorne. Also der Regen scheint ihm zu liegen. Allgemein, wir sind ja hier viel im Norden unterwegs. Also die Menschen aus dem ADAC Westfalen Club mögen es mir nachsehen. Und natürlich hier viele aus Norden, die müssten ja eigentlich regentauglich sein. Schauen wir mal.
Herr Jüngling. Warte mal, Dirks, denn der kommt ja auch aus dem Slalom-Sport und da musst du auch bei Slalom-Veranstaltungen, das sind Allwetterveranstaltungen, da bist du im Frauen auch mal so im Freien, da musst du auch mal so richtig zirkeln. Und der hat ja im ersten einen Ausfall im ersten Wertungslauf, wie er in dieser Serie Season 6 erlebt. Ganz genau. Kai Jüngling ist dann auf der zweiten Position bei den Silberfahrern und dann Klaus Trapp auf der dritten Position. Also da sehen wir schon die Meisterschaftsführenden, die auch relativ weit vorne sind, sind auch jetzt hier im Qualifying schon weit vorne. Also da spiegelt sich das einfach auch schon wieder. Aber wir haben hier einen auf der Position 15 mit Patrick Lambitzky mit der 77. Der hat sich mal gedacht, ach ihr Pros, ihr Silberfahrer, ich kann nicht viel besser als ihr. Platz 15 hier für ihn. Und ja, er hat auch da, sehr, sehr wichtig, Abstand zu den nächsten AM-Fahrern. Da sind 2, 4, 5 Fahrer dazwischen. Noch ist natürlich noch nicht aller Tage Abend. Der Schiedsrichter hat hier noch nicht abgepfiffen. Deswegen, wir haben hier noch knappe 8 Minuten. Aber Roman Klemke ist vorne mit dabei. Und Jürgen Schorn, der lässt sich da auch nicht lange bitten. Was denkt jetzt einer, wenn der die Meisterschaftstabelle auch mal die Woche sich angeschaut hat, wenn Zappi sagt, Klaus Trapp ist vorne mit dabei. Ja, der ist zwar nur auf der 11. Meisterschaftsposition, hat aber einen Wertungslauf, wo er nicht gestartet ist in Silverstone und hat einen dritten Platz in Paul Ricard gefahren. Und damit können wir auch mal ganz klar sagen, von den 6 Wertungsläufen werden die besten 5 gewertet. Also, wenn Klaus Trapp das erste als Streichergebnis hat, alle anderen sauber abliefert, ist er weiterhin, wie Zappi gesagt hat, ein absoluter Meisterschaftskandidat. Absolut, absolut. So, wir gucken mal rein. Wer fährt denn hier gerade? Benedikt Gavicek ist in seinem Lamborghini hier auf Pole-Kurs unterwegs und jawohl, aber mal ordentlich hier die Zeit von Lukas Tippi-Toppi-Tippach pulverisiert. Und Marcel Stichnot, ja, der reiht sich damit ein, hängt sich da quasi an den Heckspoiler ran von Benedikt Gavlicek. Marcel Stichnot nur 0,025. Da gab es jetzt mal so ein bisschen Gerangel, möchte ich es mal fast sagen, hier in Variante Tamburello. Man hat aber auch gesehen, der Happy Racing-Pilot, dass er auch in der nachfolgenden Kurve Probleme hatte. Also der hat doch im Moment noch gar keine Freude hier mit dieser Strecke. Auch ein Pilot mit der Startnummer 8, Linus Hahne, hat bis dato noch keine Freude. Es war gerade auch eine Einblendung, da gab es irgendwo einen Crash für ihn. Er, der ja beim letzten Mal in Paul Ricard auch nur 17. wurde, die haben wir ihn in den Hausfarben von H und R. Die Spezialfederntruppe, dafür geht er ja auch im ADAC Tourenwagen Junior Cup an den Start. Und der hängt dem Ganzen hier, ich glaube, noch ein bisschen zurück. Damit dürfte er nicht zufrieden sein mit dieser 10. Position. Ja, zumal es auch 2 Sekunden sind, die ja da auf Pace sind. Also ich denke, da wird er noch das ein oder andere Sekündchen finden müssen. Wir haben aber eine Veränderung. Zappi, Entschuldigung, du bist gerade mal jetzt, du hörst kurz zu, ich stelle dir eine Frage. Du bist ja der Simrace-Experte. Was macht man, wenn man jetzt in dieser Qualifikationstraining-Session, die ja nur ganz kurz ist, auch noch in die Box einfährt, wie jetzt Klemke oder Patrick Seitz? Na, ja, Reifendrücke einfach vielleicht nochmal überprüfen, vielleicht da nochmal ein bisschen nachstellen. Vielleicht auch, habe ich mich in meiner schnellen Runde irgendwie verbremst, habe dadurch den Reifen geschadet. Also normal sollte man hier schon gucken, dass man viele Runden fährt. Gerade, wie gesagt, der Regenreifen baut ja nicht so schnell komplett ab, wie es jetzt ein Trockenreifen tun würde. Ich kann mir da... Würdest du denn, was wir gerade im Bild gesehen haben, so brutal über die Curbs, gerade dort an dieser Stelle in der Schikane fahren, wie wir bei Berlinus Hahne das ja erlebt haben? Wenn ich das Auto selber bezahlen müsste, dann nicht. Und wenn ich sie schenke... Wir gucken mal vorne. Guck doch mal, wer da an Position 1 ist, lieber Jörg. Ja, Alexander Heim, junger Pilot, 18 Jahre gerade alt, Zweiter der laufenden Meisterschaftssaison. Letztes Jahr auch schon hier in der Westfalen-Serie an den Start gegangen, wo die Westfalen ja mehr oder weniger unter sich waren in diesem Jahr mit Hansa, mit Schleswig-Holstein, mit Bjarne Bartling, Christian Bente, Felix Blankenburg, die Organisationskomitee-Mitgliederinnen und Mitglieder hier von der Season 6. In der Simulation Assetto Corsa Competizione werden wir hier auch diese komplette Saison bestreiten. Ja, Heim ist vorne an der Spitze, das ist das Mal. Jawohl, aber Gavlicek ist sehr, sehr gut unterwegs. Der hat hier wieder die Purple-Umrandung. Das bedeutet, er ist auf Pole-Kurs und es sieht bisher sehr gut aus. Wir hatten auch gerade gesehen, Alexander Heim ist da so ein bisschen im Verkehr stecken geblieben, ist genau zum Feierabendverkehr quasi da aus der Box rausgekommen. Benedikt Gavlicek hat hier ein bisschen mehr Platz. Und ja, wir haben es ja gesagt, 50 Fahrzeuge ist
unfassbar schön, so viel auf der Rennstrecke zu sehen. Aber vielleicht für den einen oder anderen Fahrer natürlich dann auch gleichzeitig ein kleiner Fluch, weil natürlich super, super wenig Platz ist auf der Strecke. Und Imola ist jetzt auch nicht die längste, die größte Strecke. Also, aber Jörg, guck dir das mal bitte vorne an. Ich spreche von Heim, du sprichst von Gavlicek. Und wer straft uns Lügen? Das ist Max Grün, der Westfalen-Pilot. Im 338 Auto, dem Porsche 992 GT3. Auch er hat in diesem Jahr in der Meisterschaft noch nichts mitzusprechen. War 9., war 19. Also heute wird der Tag der Überraschungen werden. Aber Deiner hat gekontert. Neue schnellste Runde. Absolut, absolut. Ja, es ist jetzt natürlich auch die Sache, ne? Regen, viel Fahrzeuge auf der Fahrbahn, dann wird natürlich auch die Ideallinie irgendwann ein bisschen trocken gefahren. Also die Zeiten werden einfach hier Richtung Ende des Qualifyings immer schneller. Und gib mal eine Wetterprognose ab. Bleibt es heute nass, das ganze Rennen lieber? Ja, ja. Es könnte vielleicht sein, dass es zum Ende hin abtrocknet, aber ich gehe davon aus, dass wir zum überwiegenden Teil, wie doch bei den Kartoffeln, überwiegend Regen haben werden. Ja, schnellster in der Silberkategorie ist aktuell die 64. Das ist der Sim Racing Nordpilot vom ADAC Schleswig-Holstein, Klaus Trapp. Und wenn wir ein bisschen weiter runter, Zappi, vielleicht noch einmal ins Bild bekommen, wer ist der schnellste hier aus der Kategorie der AM-Piloten? Vielen Dank, das ist Patrick Tlamicki und der fährt das Fahrzeug mit der Startnummer 77, den McLaren 720S GT3. Jawohl, denn wir sind ja alle mit den GT3-Fahrzeugen unterwegs, nur mit einer unterschiedlichen Einstufung in die drei Kategorien Pro, Silber und AM. Das hat man dann am Saisonbeginn in gewissen Trainingssessions alles erledigt. So schauen wir aktuell nur aufs Klassement. Gavlicek, Stichnot, Tibach, Behm. Ja, wo ist der denn heim? Der ist zurückgefallen. Genau das, was du prognostiziert hast, auf die 8. Position. Und guck dir das an. Guck dir das an. Benedikt Gavlicek und Marcel Stichnot, wenn uns hier unsere Technik keinen Streich spielt, zeitgleich genau die gleiche Rundenzeit hier gefahren. Und dann hier vielleicht als Erklärung für diejenigen, die jetzt noch nicht so häufig beim Rennsport mit dabei sind. Dann zählt natürlich, wer hat diese Runde zuerst gesetzt. Wir warten auf Chris Behm. Stimme mal an, der wird noch eine Runde komplett fahren können. Ist, glaube ich, gerade drüber, ist auf der 4. Position unterwegs. Aber da war das, was Tappi euch eben erklärt hat, eine kurze Umrandung in Purple. Wie wir das jetzt auch hier bei Marcel Stichnot erleben dürfen. Auch der ist jetzt in Attacke nach vorne unterwegs. Es geht drüber und drunter und vor allen Dingen hoch bis zum 6. Platz, 15 Sekunden. Also spannend, da kannst du hier gar nicht hergehen. Und jetzt gehen wir rüber, Tappi, zu Marcel Stichnot. Jawohl. Da sind wir, weil der greift auch nochmal an, kriegt hier auch genügend Platz, kann hier in Tosa schön in reinbremsen. Also Lukas Tippach, der hat seine Runde gerade ungültig gemacht, er kommt aber noch rechtzeitig über die Linie, sodass er dann nochmal eine Runde fahren kann. Das gilt für die Herren Stichnot und Gavlicek auf jeden Fall nicht mehr. Das ist deren letzter Versuch, da hinten sehen wir einen, der jetzt auch die Autobahnausfahrt genommen hat, der hat vielleicht keine Lust mehr oder so. Gucken wir mal, ob er sich dann noch im Rennen mit anstellt. Aber jetzt hier erstmal Marcel Stichnot und den Aquaminerali. Zu doll geschüttet. Und da hat er den Quersteher hier. Und das hat mal 1,5 Sekunden gekostet hier für Marcel Stichnot. Und dazu, Runde ist noch gültig, aber wie gesagt, circa 1,5 Sekunden. Und dann aber haben wir hier jemanden, den Chris Berning. Der ist noch so ein bisschen unterm Radar jetzt hier geflogen. Aber auch bei ihm war gerade eine Purple-Umrandung und auch bei Alexander Heim. Führender, neuer schnellste Runde, Alexander Heim. Der schiebt sich hier von einem zweistelligen Platz, vom Platz 10, mir nichts, dir nichts an die führenden Position. Aber Zappi, für mich ist da noch nicht Ende. Bei Gavlicek und jetzt bei Chris Berming, da taucht auch Purple auf. Also von der 7. Position gibt es da vielleicht auch noch den großen Angriff. Schön, dass du ihn gerade hier ins Bild gebracht hast. Im Fahrzeug der 99, der Low-Fuel-Motorsport-Pilot im McLaren, wird Attacke kommen Richtung der Polzeit von Alexander Heim. Ja, und das sieht sehr, sehr gut aus für ihn. 0,5 Sekunden, das ist eine Zehntel schneller. Aber Chris Behm, der ist ebenfalls noch unterwegs. Er ist knapp hinter Christian Berning. Also mal gucken, vielleicht eine Chris und Chris erste Reihe. Schauen wir mal. Jetzt biegt er einen hier auf das Start- und Zielgeraden Geschnörkel, wie wir es so schön beschrieben haben. Wir gucken mal. Chris Berning, das dürfte auf jeden Fall erstmal vorerst für die Pole Position reichen. Jawohl, haben wir. Und dann aber, wo ist Chris Behm? Er kommt nämlich jetzt über die Ziellinie. Schafft er es? Holt er sich die Pole Position? Ja!
Er erholt sich die Pole Position 67.000. oder 600. Wie man es auch übersetzen möchte mit dem Rechenschieber, holt er sich hier vor Chris Berning, Alexander Heim, Gavlicek, Stichnot die Pole Position. Ja, und Lukas Tippach nur auf Position 6. Du kannst es gerade mal besser beobachten. Haben wir noch einen Alexander Heim draußen? Nein. Oder ist der ist, da ist finished. Okay. Genau. Aber genau wie die Prognose von Zappi ausgesprochen wurde, ist sie eingetreten. Die letzte gezeitete Runde, die bringt es. Da wurde Heim zunächst einmal von 10 auf 1 gespult. Dann hat er gespült, dann hat er die Attacken der Konkurrenz hinnehmen müssen. Konnte nur noch zuschauen, weil er nicht mehr draußen war, wurde schon abgewunken. Jetzt geht es aber schon ruckzuck in die letzten Vorbereitungen, in die letzten 5 Minuten. Ganz kurz zur Erklärung. Wir haben in der 20. bis 40. Rennminute die Box geöffnet für den Pflichtbox. Stopp, den man antreten muss mit einer Standzeit von 25 Sekunden. Nachtanken muss man, Reifenwechsel kann man, muss man aber nicht. Wir haben einen Rollenstart mit einer kompletten Einführungsrunde und dann haben wir Zappi 60 Rennminuten. Jetzt blickt man, glaube ich, schon einmal in den Grit hinein, oder? Nee, erstmal gehen wir noch ins Studio zurück, nein. Jörg. Wir müssen noch unser schönes Antlitz noch zeigen. So, Jörg, und vielleicht verwechseln uns ja die einen oder anderen. Dafür habe ich natürlich hier auch noch mal was vorbereitet. Mein Name ist Björn Zappi-Heimburg, an meiner Seite der wunderbare Jörg Hennig. Ja, Jörg, Chris Behm auf der 1, Chris Berning auf der 2, Alexander Heim auf der 3. Für mich ein bisschen überraschend, Lukas Tippach nur auf der 6. Wir schauen mal. Ich denke, wir gehen jetzt auch jetzt direkt ins Grid, weil wir haben ja 50 Fahrer, dauert ein bisschen, ehe man da alle Namen vorgelesen hat. Und dann geht's auch schon los, Freunde. Das dritte Rennen in der 6. ADAC Sim Racing Challenge. Hier ADAC Westfalen, ADAC Hansa und ADAC Schleswig-Holstein. Los geht's mit der Startaufstellung, Freunde. Ich check das nochmal ganz kurz und dann können wir da auch schon losfliegen. So. Aber immer wenn man denkt, das geht schon, muss man nochmal kurz gucken. Ja, Jörg, jetzt aber Glaskugel. Wer gewinnt? Ich setze heute definitiv auf Alexander Heim und da lasse ich mich auch in keinster Weise von abbringen. Der ist nervenstark genug. Okay, ich sage, Chris Berning gewinnt. Okay, Freunde, rein in die Startaufstellung. Los geht das. So, Chris Behm hier auf der ersten Position holt sich hier die Pole Position. Er ja auch mit in der Orga involviert des ganzen ADAC Sim Racing Challenge Gedankens. Chris Berning von Lowfuel Motorsport auf der 2. Dann haben wir hier Alexander Heim. Jetzt reagiert's mit der Startnummer 405 im Porsche auf der 3. Die zweite Startreihe komplettiert dann Benedikt Gavlicek auf der 4. Dann Marcel Stichnot im Audi. Startnummer 5, Startposition 5. Was will man mehr? Lukas Tippach, der Meisterschaftsführende in der Pro-Wertung auf der 6. Ich denke, er wird sich heute eher zurückhalten. Mal gucken, was so geht. Max Grün dann auf der 7. Position. Er startet direkt vor Tobias Nunnendorf hier im Porsche mit der 87. Dann kommt Kevin Krüger hier im Ferrari. Du hast es ja vorhin gesagt, mal schauen, wie die Ferraris hier heute performen können. Jan Mertens, der Teamkollege hier von Alexander Heim, auf der 10. Position. Morten Dierks, da haben wir ihn. Der schnellste Silberfahrer, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe. Auf der 11. Dirk Stegemann im Lamborghini, ebenfalls ein italienisches Fabrikat. Auf der 12. Dann haben wir hier mit der Startnummer 8. Der Linus Hahne, sehr, sehr jung. Kannst du nachher bestimmt auch nochmal ein paar Informationen zu rausgeben. Benjamin Pingel auf der 14. Position im McLaren. Dann haben wir Bodo Bischoff hier in einem wunderbaren schneeweißen Porsche mit der Startnummer 46 auf der 15. Julian Schrammeck, ja, den hätte man auch nach der letzten Performance im letzten Rennen auch ein bisschen weiter vorne erwarten können. Nur auf der 16. Peter Brinks nach Hause von der 17. Schauen wir mal. Dann Klaus Trapp mit der 64 im Ferrari auf der 18. Pascal Reihe, der sich am Anfang des Qualifyings da ja, sehr weit vorne hinfahren konnte, hat dann doch noch ein bisschen am Boden verloren hier
19. Position für ihn vor Marcel Römer, der heute mal nicht in den Top 10 mitmischt. Also entweder Regen oder Imola nicht ganz so seins. Kai Jüngling dann auf der 21. Position. Er steht direkt vor Danny Weller im BMW. Dann kommt auch schon Christian Gösche, ebenfalls BMW, das Fabrikat, die 222 auf der 23. Dann haben wir Patrick Seitz mit der Startnummer 277 auf der 24. Dann haben wir hier den ersten der AM-Wertung, Patrick Klamitzki auf der 25. Marco Loschkedin, Grüße gehen da raus, auf der 26. Dann uns Helmut, wie wir ihn so schön genannt haben, mit der 49 auf der 27. Position. Auch er hat sich dieses Jahr für den Ferrari entschieden. Kai Stracke auf der 28 im Porsche. Er steht vor Devin Jürgensmeier, der, glaube ich, nachgerückt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, nee, der hat schon zwei Starts. Vielleicht aber ist er auch schon zweimal nachgerückt. Timo Sendt, wie gesagt, beim letzten Mal Richtung Ende hin, ich glaube, mit der Drive-Thru gestraft. Deswegen nicht ganz so gutes Ergebnis. Sven Sievertsen, der natürlich hier von Happy Racing in der AM-Meisterschaft ein Siegwörtchen mitreden möchte. Tim Seemann auf der 32. Position, dann auf der 33. Tim Klaas mit der 299. Roman Klemke, auch er hier in der AM-Wertung. Das müsste der MSC Bennebeck sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Das hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, das Logo. Uwe Tholen auf der 35, heute sein erstes Rennen hier in der Challenge, also auf jeden Fall nachgerückt. Marco Schäffer hier in dem wunderschön angemalten AMG. Dann haben wir Jürgen Schorn. Ja, und wir sehen, ich glaube, da raucht der Schornstein. Er muss nämlich aus der Box starten. Frank Küper mit der 69 auf der Startposition 38. Dann haben wir hier Christian Feldmann im AMG auf der 39. Direkt vor John Römer auf der Startposition 40. Maiko Harmgard folgt dann dem jungen John Römer. Hier wunderbar bunt und pink. Blubbel er auf der 41. Position. Und dann haben wir hier Tim Henke, der beim letzten Rennen sich den dritten Platz ergattern konnte in der AM-Wertung. Jörg Rudloff auch hier. Grüße raus. Ah, erstmal haben wir hier noch Asa Asisov. Und dann müsste Jörg Rudloff kommen. Jawohl. Hier Startnummer 104. Auf der 44. Position. Dann haben wir jetzt hier Hans-Jürgen Küllekers auf der 45. Dann müsste jetzt John Pascal Meyer kommen. Jawohl, auf der 46. Dann Jonas Overmann. Gucken wir mal. Jawohl, auf der 47. Die 747. Mal gucken, ob er auch wie eine Boeing unterwegs ist hier. Fabian Henke auf der 48. Dann haben wir Christian Steuer auch da. Grüße raus. Christian Steuer auf der 49. Position. Ja, und dann, lieber Jörg, haben wir den einzigartigen, den wunderbaren, den 84-jährigen. Freunde, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ein 84-Jähriger, der hier mit den jungen Raudis und Lümmelt über die Strecke jagt. Was will man mehr? Aber erstmal auch manchmal ein bisschen neben der Strecke. Aber jetzt rein nach vorne. Gleich geht's los mit dem Start. Ja, Gottmann ist ein Rallye-Fahrer. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Start. Die Variante Tamburello, das wird das Zünglein an der Waage sein. Denn das ist die erste Schikanenkombination nach der Startfreigabe. Behm, Berning, Heim, Gavlicek, Stichno, Tibach. So heißt es dann hier in den ersten drei Startreihen. Und man geht hier wirklich schön in die Stadtkorridore rein. Man sieht in der Fahrtrichtung gesehen, linke Seite, zweites Auto, das ist Alexander Heim. Der wird gleich mal genau in die Mitte reinschießen, versuchen vorne an Behm und Berning vorbeizuziehen. Wir haben eine endlos lange Grid-Kombination hier aufgezeichnet auf der Straße. Und jetzt ist der Start freigegeben. Jetzt kommt das Beschleunigungsduell. Behm gegen Berning. Wer kann sich hier durchsetzen? Und Heim geht genau dorthin, wo ich vermutet habe, aber hat keine Möglichkeit, zwischen die beiden durchzuschießen. Von hinten kommt direkt Druck. Da gibt es Probleme. Der erste Schlenker war angesagt. Gavlicek oder Stichnot musste korrigieren. Da verlierst du sofort
ein paar Meter, währenddessen vorne Alexander Heim weiterhin auf Platz 3 unterwegs ist. Und da haben wir den nächsten Dreher, Buff, Einschlag. Also es war somit auch zu rechnen. Ein Happy Racing Fahrzeug war es, glaube ich, gewesen. Aber vorne an der Spitze kann Behm und oder Berning schon einmal ganz sauber davonziehen. Und so hoffen wir, dass hier wirklich das komplette Feld hier in einigermaßen sauberer Fahrt unterwegs ist. Schwer hier, gerade auf der Strecke in Imola im Nass. Und wir haben, jetzt habe ich schon einige, die sich hier neben der Strecke gerade wiedergefunden haben. Ja, also Tatsache, ja, erste Kurve, Variante Tamburello, da hat es ja gelber geleuchtet als ein gut geschmückter Weihnachtsbaum. Da, denke ich, sind alle im Regen nicht ganz so gut durchgekommen. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass sie trotzdem noch wie an einer Perlenkette hier aufgereiht sind. Wir sind hier gerade dabei bei Lukas Tippach, der so einen leichten Quersteher hatte. Er hatte auch in der Variante Tamburello so eine leichte Berührung da an seinem Fahrzeug, konnte aber das Fahrzeug auf jeden Fall noch ja, gegenlenken und einfangen. Und dementsprechend ist er jetzt hier noch auf der vierten Position, hat sich schon zwei Positionen ja, einverleibt. Morten Dierks auf der achten Position. Wir sehen auch hier Duell Lukas Tippach gegen Alexander Heim. Und ich weiß nicht, das sah für mich so ein bisschen aus, als hätte Alexander Heim ihn da auch so ein bisschen gewähren lassen. Kann aber auch sein, dass er die Traktion nicht auf die Strecke bekommen hat und dementsprechend ja ihn hier ziehen lassen musste. Wir gucken mal rein hier bei Jan Mertens, Morten Dierks, da ist einer auch auf Anwegen, das müsste Jan Mertens sein. Ja, Morten Dierks kommt hier gut durch die Batzer durch. Ja, Jan Mertens war da auf Abwegen. Und guckt ihr auch das hier an, wie eng und knapp die hier alle beisammen sind, gerade im Mittelfeld. Chris Berning hier mit der ersten schnellsten Runde, Lukas Tippach, das wird jetzt hier häufiger aufblenden. Tippach hat gekontert. Der ist auch an Heim ganz souverän vorbeigezogen, hat deutlich mehr Traktion gehabt. Und den, den ich eben vermutet habe, ich sagte ja Gavlicek oder Stichnot, es war Gavlicek, der in der Anfangsphase mal neben der Strecke sich wiedergefunden hat und im Moment nur auf der 24. Position unterwegs ist. Also der muss jetzt hier eine ganz große Aufholjagd starten. Das Problem ist natürlich, wenn du überholst, gehst du von Ideallinie weg. Die Ideallinie ist schon ein klein wenig abgetrocknet, jedenfalls mal im Qualifying. Dort neben nicht auf der Ideallinie, auf der eben anderen Linie, wo man überholen muss. Da hat man mehr Feuchtigkeit, da wird das Fahrzeug leichter, bist du auch ganz schnell neben der Strecke. Aber Zapp, ich habe den Eindruck, es hat stärker angefangen zu regnen. Die Gischt steigt viel mehr auf wie noch im Training. Und wir sehen, dass man die Ideallinie gar nicht so in etwa mal vom Spray wegfahren kann. Ja, man muss, also ist hier wirklich Tatsache so ein bisschen Blindflug. Alexander Heim jetzt hier für Randale Racing hinter den beiden Low-Fuel-Motorsport-Fahrzeugen. Ja, und Chris Berning hatte auch Lukas Tippach passieren lassen. Also im Qualifying konnte Lukas Tippach da sich nicht ganz vorne reinfahren, aber hier gleich in den ersten ein, zwei Runden holt er sich hier vier Positionen. Wir haben es ja eingeblendet. Wer wie viele Positionen gut gemacht? Auch ein Linus Hahne, sehen wir, ist sehr, sehr gut dabei. Und Morten Dierks, Morten Dierks, was ist da passiert? Da gucken wir jetzt Tatsache nochmal rein. Der Führende bei den Silberlingen, gucken wir hier nochmal, da gucken wir wirklich nochmal 30 Sekunden zurück. Ja, Morten Dierks kommt hier nicht gut durch Aqua Minerali, dann geht's Richtung Variante Alter. Da werden wir jetzt mal hier die Radartüten auf Astra stellen. Ja, Linus Hahne drückt sich da innen rein, alles in Ordnung, alles sauber. Oh, Linus Hahne, der rüpelt darüber und dann, ja, dann gibt's da leider den leichten Schubser, den ganz leichten Schubser vom BMW. Ja, und da verliert er das Heck, ist ein bisschen, stolpert ein wenig und ja, hat hier dann mal 8 oder 9 Positionen verloren, mal in mir nichts, dir nichts. Und hier, Freunde, guckt euch das an, da müssen wir mal in die Heli-Perspektive, hier ist ordentlich was los, ein oder andere geht übers Kiesbett, muss dann natürlich ein bisschen weit gehen, um auch die Kollision vielleicht zu vermeiden, ist dann aber hier natürlich nicht auf der Ideallinie, da rutschen die Fahrzeuge, jetzt wird nach innen gezogen, jetzt gibt es die Kettenreaktion, Unfallkettenreaktion. Ei, da hätten sie ein bisschen besser auf sich aufpassen können, gegenseitig. Was ist auch hier bei Chris Behm passiert? Der verliert jetzt hier an Boden. Ich glaube, der ist irgendwo eingeschlagen. Chris Behm, das sieht hier gar nicht gut aus. Gucken wir mal. Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Okay, ich habe nur Problem, habe kein Bild, aber das werden wir schon irgendwie da schicken. Du hast kein Bild mehr? Nein, mein Fehler. Okay. Glaube ich. Bei Bild ist da und wir sehen hier bei Chris Behm, der hat Spaltmaße wie ein Tesla. Also aus dem Tesla-Werk würde das vielleicht so rausgehen bei einem anderen Fahrzeughersteller, aber nicht so unbedingt. Hier im Lamborghini unterwegs, Chris Behm, und wir sehen es ja, das Fahrzeug lidiert. Dann haben wir jetzt hier Alexander Heim dran an Chris Berning. Hast du wieder ein Bild mittlerweile, Jörg? Nein.
Geh auf den Button, den du mir geschickt hast, kommt nichts. Ne, warte, dann ich mach das nochmal neu für dich. Du musst ja hier in dem Channel sein und dann siehst du gleich dieses Live. Zack. Zack. Habe ich jetzt wieder für dich angemacht, währenddessen Klaus Trapp hier A-Position gewonnen hat, möchte ich sagen, gegen Bodo Bischoff. Den sieht man fast gar nicht in seinem weißen Porsche hier, wenn die Gischt da so richtig, richtig aufkommt. Dann ist er, glaube ich, ja, im perfekten Tarn unterwegs. Aber trotzdem wundert mich, dass alle hier oder die meisten so sauber auf der Strecke bleiben. Wir sehen auch kaum einen, der hier in Schwierigkeiten gerät. Auch das 5er Fahrzeug, was wir vom MSC Niederndorf-Piloten hier verfolgen dürfen, vom ADAC Westfalen-Mann Marcel Stichen, und alles bleibt hier sauber auf der Linie. Thiebach ist in einer anderen Welt unterwegs. Du hast mal wieder recht gehabt, schon zu Anbeginn hast du gesagt, Thiebach ist der heiße Siegkandidat heute. Ich hatte auf den aktuell Drittplatzierten gesetzt, aber der Mercedes mächtig Drehmoment, hat ja deutlich mehr Drehmoment, deutlich mehr Hubraum zur Verfügung, wie der Ferrari, wie der Porsche, die in der Verfolgung unterwegs sind. Aber heute haben wir mal, oh, im Moment gibt es Probleme für Alexander Heim, zurückgefallen auf 5. Heute haben wir Zappi aber mal 2 Ferraris unter den besten 3. Und die haben Andrea von Alexander Heim. Und, boah, ich dachte schon, der kriegt gleich den Flügel abgefahren. Der Randale Racing-Pilot vom AC Oberhaus. Ja, da ging es jetzt mal gleich von dem Kampf um Position 2 zurück auf Position 6. Er jetzt hinter Linus Hahne gelandet. Linus hier mit einer richtig, richtig starken Performance auf Position 5. Ja, und hier haben wir Klaus Trapp, Marcel Stichnow, Jürgen Schrammeck, und ich glaube, es wird mal Zeit, hier reinzugucken, wer führt denn in den jeweiligen Klassen. Klaus Trapp führt bei den Silberfahrern vor Benjamin Pingel und Morten Dierks, der sich immerhin auf Position 3 halten kann in der Silberklasse. Wer ist der erste AM-Fahrer? Und da sehen wir auf der 21 einen Namen, den wir hatten wir noch nicht ganz, ganz vorne. Das ist der Uwe Tholen, hier mit das der 135. War zweimal dabei? Nein, zweimal nicht dabei gewesen. Heute ist sein erster Start in dieser Serie. War ja zweimal gekennzeichnet worden mit DNS, Did Not Start. Und der ADAC Schleswig-Holstein-Pilot, der fährt im Ferrari den 296er GT3 Ferrari. Also der überrascht uns heute. Und ich glaube, der wird dann, wenn er heute das Rennen gewinnen sollte, sich sagen, ja hoppla, warum war ich nicht in Silverstone? Und Paul Ricard am Start, habe wichtige Punkte weggegeben. Ja, hier haben wir was. Also wir hatten es ja, in der letzten Saison hatten wir immer, wenn wir bei den AMs hingeschaut haben, war immer Action. Also das hatten wir jetzt in den ersten beiden Rennen noch gar nicht so. Aber jetzt, was haben Sie gehört? Haben sich wahrscheinlich alle zusammen in der Vereinigung zusammengeschlossen, in der Racing-Gewerkschaft der AM-Fahrer. Und jetzt liefern die uns hier einen richtig, richtig tollen Fall. Uwe Tholen auf der 1, Azar Azizov auf der 2, Sven Sievertsen hier auf der 3 jetzt, weil er ist vorbeigegangen, haben wir gerade im Bild gesehen, an Jean-Pascal Meyer. Aber da sehen wir es. Jean-Pascal Meyer nur 0,4 Sekunden dahinter, Patrick Klamitzki 0,7. Das wird ein richtig, richtig schöner Kampf hier ums Podium. Ist aber auch ein bisschen so, Zappi, das Gefühl, dass die Erfahrenen hier im Moment oder die etwas Älteren, die vielleicht etwas ruhigeren hier besser unterwegs sein können auf der feuchten Strecke, nicht so die heißblütigen. Azar Azizov, 46 Jahre jung, gut, er ist jetzt im dritten Jahr im Simracing-Sport dabei, aber der hat's drauf, das zeigt er hier im BMW M4 GT3, währenddessen einer Probleme hatte, müsste Kevin Krüger, glaube ich, gewesen sein, der Ferrari-Pilot, der vom MSF Idstedt benannt ist, somit ist es ein Pilot vom ADAC Schleswig-Holstein, Feuerwehr, Mitglied, Slalomfahrer, Simrace-Pilot seit 4 Jahren, 40 Jahre alt, das muss man auch mal sagen, also die gehen heute hier wirklich ganz stark zu Werke. Der ist immerhin der 11. der Meisterschaft. Ja. Hat sich jetzt hier wieder ein bisschen gefangen. Aqua Minerali. Ja. Ich glaube, eine sehr, sehr gefährliche Stelle. Haben wir jetzt schon den einen oder anderen Andrea gesehen. Wir sehen Dirk Stegemann hinter John Römer, der Pro-Fahrer. Er drückt da mal ein wenig. Wir bleiben aber mal noch kurz hier bei Kevin Krüger. Ansonsten, ja, so langsam sortieren sie sich da so ein bisschen. Aber hast du auch den Eindruck, dass die Strecke ein bisschen trockener wird? Die Linie sehen wir ja auch hier noch einmal im Bild. Ja. Auch für dich oben und auch für die Neulinge, die jetzt vielleicht auch das erste Mal einschalten. Es ist oben angezeigt, wie sich das Wetter verändert. Oben rechts, ihr seht es ja, Wind, dann kommt Temperature, dann kommt Track. Und dann sehen wir da die Zeit, 10 Minuten, 30 Minuten. Das sind die Wetterveränderungen. Also
wir haben in den 10 Minuten, wird es ein bisschen weniger regnen, aber dann wird es nochmal Schwung holen und dann wird der Regen wieder ein bisschen stärker. Und wenn uns die Silber- und Pro-Fahrer nichts liefern, dann gucken wir bei den AMs vorbei, hier auf die 24, denn da ist Sven Sivertsen noch auf dem Podium. Es soll auch so bleiben, aber er würde sich auch gerne die zweite Position hier von Azar Azizov schnappen. Patrick Klamitzki hat er da schon mal so ein bisschen hinter sich bringen können. Was auffällt, wir haben wirklich bunt gemischt, die Silberpiloten mitten im AM-Feld, einige Pro-Piloten mit zum Beispiel dem 20er-Auto von Danny Weller, der Motorsport-for-All-Pilot des ADAC Westfalen, auch mitten im Feld der AMs. Ja, da gab es, wie auch beim 13er-Fahrzeug von Kai Stracke, mit Sicherheit viele Probleme in der Anfangsphase, sonst hätten wir nicht hier diese deutliche Vermischung, die wir bis dato so ja noch gar nicht gesehen haben. Und manch einer als Happy wird ja auch froh sein, dass wir hier keine Kiesbett groß angelegt erleben dürfen, sondern eher die asphaltierte Auslauffläche. Hier haben wir gerade mal das grüne Gras noch so ein bisschen zu erkennen, was auch vielleicht froh ist in der sengenden Sonne in Italien, dass es heute mal ein bisschen regnet, wo gerade die 169, der M und J Downforce-Pilot Sven Sivertsen durchgeräubert ist. Der AM-Meisterschaftsführende, der hat dort bis dato eine saubere Bilanz mit dem zweiten Platz und einem Sieg. Torpedo! Entschuldigung. Ja, also Azizov hier, bisschen aus dem Tritt. Ja, wir haben es gerade gesehen, in Variante Alter hat er sich da mit John Römer ein bisschen behakt. Und ja, jetzt war er da wahrscheinlich irgendwie so bisschen aus dem Tritt. Weil, ja, passt hier auch den Bremspunkt in Rivazza 1 hinein und ja, wird da zu einem Torpedo. Kai Stracke wird das natürlich für sich nutzen wollen. Wird da auch vorbeigehen. Wir sehen auch hier von Azar Azizov auch da das Fahrzeug schon leicht lidiert. Was macht man mittlerweile? Ich glaube, hier nach den ersten jetzt gefahrenen fast 13 Minuten geht man vielleicht noch mal dahingehend, die Reifen ein bisschen zu kühlen. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze dort im Realen jetzt oder jetzt dort in der Simulation anfühlt, dass man auf der Ideallinie schon hier und da mal deutlich weniger Feuchtigkeit haben. Aber ich glaube, immer noch genug, um mit diesen Regenreifen sauber unterwegs sein zu können. Die lösen sich auch nicht so schnell auf, denke ich mir mal. Der ein oder andere wird vielleicht Risiko eingehen und sagen, ich wechsle mal keinen Reifen gleich. Könnt ihr mir nämlich vorstellen, Zappi, dass man gerade heute eher einen Reifenwechsel vollführt, wie im Nassen. Aber wir haben gerade mal ein schönes Duell der Youngsters hier im Feld. Linus Hahn im Fahrzeug der Startnummer 8. 19 Jahre jung, dort hinter der 18-jährige Alexander Heim. Und Hahn hat Erfahrung, auch im realen Motorsport, war im letzten Jahr Drittplatzierter der Meisterschaft beim ADAC Tourenwagen Junior Cup, ist in einem dualen Studium aktuell unterwegs und das macht man nicht irgendwo, das macht man bei Porsche, der im vergangenen Jahr noch einen Honda pilotiert hat, Linus Hahn, und mal schauen, ich bin mir ganz sicher, was er heute hier aktuell fährt. Du hast es auf der Liste, oder? Nein, Porsche natürlich. Gut, letztes Jahr er, Hahn, im Honda, dieses Jahr. Hahn, ja, okay, Entschuldigung, ich war bei Heim. Ja. Entschuldigung, ich war jetzt bei Heim. Ein Porsche, klar, aber davor haben wir keinen Porsche. Ja. Nee, bei Hahn weiß ich es nicht genau. Lassen wir es mal so stehen, aber hier haben wir das Duell der Youngsters im Feld, die dort kämpfen, die versuchen heranzufahren an Tobias Nunnendorf. Der Viertplatzierte der letztjährigen Pro-Saison steht momentan auf der fünften Position. Mal schauen, ob er hier gegenhalten kann, wenn die beiden jungen Burschen dann gleich auf den 34-jährigen ADAC Nordrhein-Piloten auflaufen. Ich möchte mal nochmal das Thema Reifen aufgreifen. Wir werden heute, denke ich, viele, viele Fahrer sehen, die nicht wechseln werden. Wir hatten es ja letztes Mal schon so ein bisschen diskutiert und da hatte ich es ja auch schon gesagt, Regenreifen, die halten einfach länger. Da sehen wir sehr, sehr häufig, dass bei einem Stundenrennen die Regenreifen nicht gewechselt werden. Es sei denn, ich habe sie natürlich extrem überfahren. Apropos extrem überfahren, Chris Berding wird jetzt hier auch ein bisschen überfahren, aber zu spät gebremst hier von Max Grün. Der macht einen Ausflug ins Grüne, da wobei es eher das Sandgelbe. Max Grün, also hier ein bisschen zu spät, da hat Chris Berding aufgepasst, hat ihn da quasi ins Leere laufen lassen. Und dementsprechend ist Max Grün jetzt immer noch hinter Chris Berning. Ja, ich muss dich auch nochmal berichten. Ich hatte ja gesagt, ich lehne mich aus Fenster, Chris Berning wird heute gewinnen. Aber Lukas Tippach hier mit 10 Sekunden Abstand schon vorneweg. Und die werden jetzt natürlich immer mehr, der Abstand wird immer größer, weil die beiden hier miteinander fighten. Ein schönes Duell der beiden Ferraris, die beiden italienischen Hengste, würde ich jetzt fast sagen, die ihr
im italienischen Imola um den zweiten Platz kämpfen. Jetzt geht's gleich rein in Tosa. Wir gucken mal hinten raus bei Chris Berning. Da sehen wir schon, oh, kommt in so ein bisschen die Attacke. Nicht so gut der Exit. Der Exit war jetzt hier von Max Grün ein bisschen besser. Gucken wir mal hier in die Beschleunigung. Wir sehen hier die Autos side by side. Geht's jetzt hier rein in Piratella. Mal gucken, wer sich den Teller hier schnappt. Und das war in dem Fall Max Grün. Schönes Überholmanöver. Ist viel, viel besser aus Tosa rausgekommen und konnte sich dann hier in Piratella durchsetzen. Die werden Reifen wechseln, ist meine Ansicht. Dann hast du wieder die scharfen Kanten auf den Regenpneus. Aber wir werden es ja später dann noch erleben und bin noch gespannt, wann man reinkommt. Ob heute etwas früher reinkommt oder lange Rauszüge, das Ganze werden wir später sehen beim angesetzten Pflichtboxenstopp. Starkes Manöver, was du gerade geschildert hast von Max Grün, der für den MSC Herten, für die Sim Racing Mannschaft des ADAC Westfalen Vereins an den Start geht. Und der ist ja so weit vorne wie in der diesjährigen sechsten Saison noch gar nicht hier in der Season, die unter anderem auch bestückt wird mit ADAC Nordrhein und mit ADAC Mittelrhein Piloten. Die Namen der ADAC Mittelrhein Piloten aber hier noch nicht auf dem Bildschirm gesehen. Warum? Wieso? Weil es eine Warteliste gibt. Das haben wir heute eingangs schon erklärt. Ja, die Liga ist ganz klar zweigeteilt. Vorne Lukas Diebach, der fährt in einer komplett anderen Welt. Und jetzt, wo Max Grün freie Fahrt hat, wo Berni nicht dauernd versucht hier zu überholen, wo er wirklich auch mal auf Ideallinie versuchen kann, die Flucht nach vorne anzutreten, der kommt keinen Deut mehr heran. Der Abstand immer konstant über 11 Sekunden. Und du hast gesagt, der weitet sich aus. Ja, der Kampf wird ja irgendwann weitergehen. Berning ist dran. Nunnendorf ist dran. Das ist eine schöne Dreierkombo, die hier um die zweite Position kämpft. Absolut, absolut. Und dann sehen wir auch dahinter Linus Hane und Alexander Heim. Auch sehr dicht beieinander. Jan Merns, Marcel Stichner und auch die beiden haben sich hier gefunden. Ja, wir hatten ja auch gesehen, viele, viele Fahrer waren auf einer ähnlichen Pace unterwegs hier im Regen von Imola. Also das war mir schon Tatsache diesmal sogar echt klar, dass das, ja, das Podium bzw. Platz 2 und 3, also ganz, ganz oben Lukas Tippach, der hat ja da irgendwie ein Dauerabo abgeschlossen anscheinend. Aber das war mir Tatsache klar, dass da in Position 2 und 3 ja richtig die Fetzen fliegen werden. Aber auch der Meisterschaftsführende aus der Klasse der Silberpiloten, der den 488er Ferrari pilotiert, Benjamin Pingel, ist der Führende in seiner Klasse. Also Meisterschaftslieder Bro auf 1, Meisterschaftslieder Silber auf 1 seiner Klasse. Und dann schauen wir Tholen, der heute zum ersten Mal dabei ist, der führt das Ganze hier in der AM-Wertung an. Kennst du ihn etwas näher? Ich kenne ihn gar nicht. Nein, es ist mir Tatsache auch, wie ich es auch vorhin bei der Vorstellung gesagt habe, erste Mal der Name jetzt hier aufgefallen. Uwe Tholen hatte auf jeden Fall ordentlich Abstand, knappe 7 Sekunden zum, beziehungsweise ja 8 Sekunden zu Patrick Klamitzki, der in der AM-Wertung jetzt quasi auf Position 2 liegt hier im Rennen, dann Sven Sievertsen auf der 3 und Frank Küper auf der 4. Aber ich glaube, die Oblate ist noch lange nicht gegessen, der Wein noch nicht getrunken, das Amen noch nicht gesprochen, Obi et Orbi noch nicht vom Balkon gescheit. Wir schauen mal, aber hier scheint es auch. Vorne 2, 3 und 4. Max Grün, Chris Berning und Tobias Nunnendorf. Ja, und wir sehen, der Regen hat jetzt vielleicht ein bisschen einen Tick nachgelassen. Aber wie gesagt, es wird wieder stärker regnen. So hier die Wetterprognose. Nach Zappis Bewerbungsgespräch mit dem Papstjob hat er also jetzt den Blick nach vorne gerichtet. Ja, Berning ist auf 3, jetzt vermischt sich das Ganze, jetzt geht es auch hier wieder an die Überrundeten, die Gott sei Dank sehr sauber Platz machen, aber die müssen auch irgendwo auf der Straße bleiben. Hier natürlich das Risiko der Curbs. Sie sind auch hier in Italien gerade sehr, sehr glatt und das 99er Auto im Bild, was auch das zweite Fahrzeug hier in dieser Gruppe ist, das ist eben Berning, der mit aller Macht versucht vorbeizuschauen, der vorbeizuziehen an dem vorhin platzierten Max Grün. Beide liefern eine ganz souveräne Leistung ab. Berning, Meisterschaftsviertplatzierter, jetzt auf Platz 3 unterwegs. Es gab aber trotzdem viele, viele Vermischungen gegenüber des aktuellen Meisterschaftsstandes. Aber Low Fuel Motorsport, tolle Show. Tipp auch auf 1, Berning auf 3, dazwischen nur Max Grün. LFM, das Q steht für Qualität. So, jetzt aber hier vielleicht der Angriff von Tobias Nunndorf. Wird er ihn da vom Podium schubsen? Ja, ein bisschen leichter Quersteher hier. Ja, und Chris Berning ist da zu spät auf der Bremse. Da hat er sich jetzt mal von Tobias Nunnendorf ins Boxhorn jagen lassen. Ausgedribbelt, einmal getunnelt und rein in den 16er. Und in dem Moment geht auch das Pit-Window auf. Und einer geht auch, glaube ich, zugleich in die Box.
Ja, also das ist auch da, Jörg. Man macht das, denke ich, so ein bisschen wetterabhängig. Ne? Jetzt sieht man, Mist, der Regen wird immer stärker. Also nützt mir das nichts, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen länger fahre, damit ich den letzten Stint ein bisschen leichter bin. Da muss man jetzt vielleicht gucken, ja, komme ich vielleicht jetzt schon rein. Also da gibt es so taktische Spielchen. Man hätte natürlich wirklich so ein bisschen aufs Wetter gucken können. Trocknet es noch ab Richtung Ende des Pit-Windows. Wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen stärker. Da muss man sich dann auch entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Was ist die beste Variante? Ich glaube, die sind auch so eng aufgestellt, die alle in diesem Fahrerfeld, in diesem exquisiten Fahrerfeld, dass man sogar sagt, wenn es stärker regnet, nutze ich gerade mal diese fast eine halbe Runde, die ich dann in der Box verharren muss, um eben dann reinzukommen. Vielleicht lässt der Regen gleich nach und ich kann eine Zehntel, zwei Zehntel Sekunden dementsprechend wieder gut machen. Also hier ist man tatsächlich, es passt zum Regen, der Spruch, mit allen Wassern gewaschen unterwegs. Und vor allem, es gibt so viel Kollisionen und so viel Rausdriften aufs Grüne, was wir hier in diesem Lauf schon gesehen haben. So kann ein Hane, ein Heim auch vielleicht in Kürze wieder mit Mertens im Schlepptau weit nach vorne hinfahren. Wir haben ja mit Tibach eine von Low Fuel Racing, wir haben den anderen eben angesprochen, wir haben die zwei Randale-Piloten mit Heim und Mertens auch direkt hintereinander positioniert, allerdings mit einem Zeitenunterschied von etwas über 8 Sekunden. Heim macht Druck auf Linus Hahn, auf den H&R-Spezialfedernpiloten, den wir jetzt, Dankeschön, mal aus der im Bild nicht haben, aber die Kamera ist dort rausgerichtet Richtung Alexander Heim, der für den AC Oberhausen an den Start geht. Das sind ganz normale Geschichten, dieses Ziehharmonika-Effektmodell ranfahren. Klar, vor der Kurve, wo der Vordermann etwas früh auf die Bremse geht, wie der Verfolgende. Dafür kann der Vordermann im Exit früh aufs Gas gehen, dann zieht sich das Ganze wieder auseinander. Also bitte nicht erschrecken, Heim ist noch nicht so dran, dass er dort Attacke machen kann. Das Gegenteil ist aus meiner Sicht, Sabi, der Fall. Er fällt sogar ein bisschen zurück. Ja, und natürlich auch, kommt es da natürlich, du sagst es hier, Harmonika-Effekt, kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Fahrzeuge drauf an. Na, ein Porsche kann ein bisschen besser bremsen als ein McLaren, wo man Tatsache wirklich einen Bremsfallschirm zur Hilfe nehmen sollte. Der McLaren, ich glaube, also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, mit der gefühlt schlechtesten Bremse hier im ganzen Fahrzeugfeld. Weil er auch PS-mäßig am stärksten ist, dementsprechend muss er auch viel Gewicht mittragen, also muss auch dementsprechend mehr Kilo runtergebremst werden. Guck, schau mal auf die AM-Klasse, dort ist Pingel wieder unter Druck, war gerade eingedohlen unter Druck, denn ein Klamicki, der ist wieder dichter herangefahren. Ja, der Abstand ist noch über 7 Sekunden, aber die Lücke geht langsam, aber sicher zu, das werden wir definitiv weiter beobachten für euch. Absolut. Absolut, Danny Weller hier vor Kai Stracke. Kai könnte jetzt hier den Angriff wagen. Huch! Entschuldigt, Freunde. Nein, der wollte die Boxenmauer ein bisschen rüberschieben, damit dort ein bisschen mehr Platz für ihn ist. Also der Danny Weller, der muss auch hier natürlich um seine Position noch fürchten. Das ist die 20, der in der Mitte dieser Dreiergruppe unterwegs ist. Danny Weller, letztes Jahr Porsche, heute auf BMW unterwegs, das 20er-Fahrzeug, Meisterschaftselfter. Und der probiert natürlich auch hier den Weg nach vorne anzutreten. Aktuell nur auf der 18. Gesamtposition. Müsste man später mal nach Klassen aufschlüsseln, aber man sieht, der kommt auch nicht so richtig zum Zuge. Ja, ganz genau. Es ist ja natürlich auch immer so ein Spielchen. Zurechtding, dann stehen ja auch die Boxenstopps gleich noch an. Position 18 und 19 bekämpfen sich jetzt hier. Wir sehen ja auch selbst, dann haben wir noch zwei EM-Fahrer davor und dann ein riesen, Konvolut an Silberfahrern. Jetzt gab es hier aber mal den kleinen Bodycheck von Kai Stracke gegen Danny Weller. Mal gucken, ob er sich hier revanchiert oder ob das alles glimpflich ausgeht, ob wir da einen Mediator dazwischen schicken müssen oder eben auch nicht. Ja, wir haben aber andere mit Devin Braune, Nicolas Hillebrand und Bjarne Bartling. Das sind diejenigen, die dann mal für Ordnung sorgen werden. Ganz genau. Die hier nochmal ein Revanche wollen. Also mal anschubsen, einen wegdrücken, ein bisschen. Das kann auch das kann passieren. Ja. Aus Versehen, aber ein Revanche voll, das würde bei mir mal ganz hart bestrafen. Das wird man absolut hier auch nicht machen. Die haben den Nerven im Griff. Apropos aber Bestrafung. Du siehst auch ganz kurz noch, der BMW kommt nicht mehr nach. Nee, der ist jetzt hier irgendwie ein bisschen neben der Spur, wie ein übermüdeter LKW-Fahrer. Wir gucken mal hier, Sven Sievertsen wurde überholt von Marcel Römer. Gehen aber jetzt hier auch an die Box. Wie gesagt, das Pit-Window offen noch 15 Minuten lang.
Wir schauen mal, machen mal so ein bisschen Tabula Rasa hier. Lukas Tippach immer noch auf der 1 vor Max Grün und Tobias Nunnendorf. Dann Benjamin Pingel, Morten Dierks, Klaus Trapp, die drei in der Silberwertung. Und dann Uwe Tholen, Patrick Klamitzki und im Moment Azar Azizov auf der 3. Aber wie gesagt, die ein oder andere war jetzt hier schon in der Box. Ihr seht es ja an dem grünen Balken neben der Fahrzeugnummer. Das bedeutet, der Pflichtboxenstopp wurde absolviert und man ist dann quasi ja frei für das restliche Rennen. Jetzt stellen wir uns mal vor, die ganze Spitze vorne, die besten Team kommen in einem Atemzug dann rein in die Box. Wäre für uns natürlich gut, dann haben wir den perfekten Überblick, wenn alle wieder rausgehen, wie dann der aktuelle Stand der Dinge aussieht. Aber im Moment ist es Kai Stracke, der uns sehr viel Freude bereitet. Noch 10 Platzierte im letzten Jahr in der Pro-Wertung Slalom-Pilot Retro Bergcup. Dort geht er in einer GLP, der Gleichmäßigkeitsprüfung, an den Start und der macht richtig Feuer. Ist ja eben hier am 20er-Fahrzeug vorbeigezogen, das haben wir ja mitbekommen, hat den BMW von Danny Weller, dem Motorsport vor All-Pilot, mal zunächst weit hinter sich gelassen. Jetzt gibt es ein bisschen Probleme hier. Überfahren über den Curbs, war zu weit draußen, man ist übers Grüne drüber gefahren und dann sieht man auch, dem fehlt komplett der Speed, der kommt nicht auf Drehzahl und dann ziehen hier die nächsten zwei Konkurrenten vorbei. Also ärgerlich war, glaube ich, die 77 Patrick Klamitzki gewesen. Patrick Klamitzki, wobei ich hier ganz stark davon ausgehe, die hätte er sowieso vorbeigelassen. Das sind zwei Pro-Fahrer, warum soll man die dann aufhalten, sich selber da auch so ein bisschen... Ja, das Rennen zerstören, das hat hier dann wirklich sehr, sehr viel mit Racecraft, mit Rennintelligenz zu tun, die der Patrick hier an den Tag legt. Wie gesagt, auch wenn er sich da nicht verbremst hätte, gehe ich ganz stark davon aus, dass er sie vorbeigelassen hätte. Jetzt sowieso, ja, Boxenstopp, also von daher, Lirum, Larum, Löffelstiel. Mal gucken, wo die dann alle so rauskommen. Hier Christian Göschel ist noch vor Helmut Rüspelt und Peter Brings. Ja, und die besten zwei aus der Klasse der AM sind in die Box eingefahren. Patrick Klamitzki, einer von den beiden. Und da haben wir eben ja schon den Führenden angesprochen. Da war Uneinigkeit. Da war, vielleicht könnte man das noch einmal anschauen. Ich glaube, da war Helmut. Ja, das Sven, vor allen Dingen Sven Sievertsen mit dabei und Helmut Rüspelt hier beide mit dabei. Das gucken wir uns Ganze nochmal an hier rein in Tosa. 73 Jahren hat er dort, ich glaube, den Körb zu weit überfahren. Fahrzeug wurde komplett ausgehebelt. Oder es gab eben für Rüspelt, den VAC Kiel-Piloten von Simracing Nord und dem ADAC Schleswig-Holstein benannt, ein, ja, vorher schon, ja, der wurde angeschubst. Ja, der wurde geschubst. Es gab hier ein Überrundungsmanöver da. Rüspelt wurde geschubst, driftet dann ab in den nächsten Reihen, aus meiner Sicht. So der Vorgang hier gewesen. Da wird er sich ärgern, Helmut Rüspelt. Ja. Der ist im Moment auf der Meisterschaft 4. Position. Das musst du dir vorstellen. Nicht in der AM, sondern erst in der Silberwertung mit 488er Ferrari unterwegs, den wir jetzt gerade hier im Bild haben. Jetzt so ein bisschen einsam und allein unterwegs. Ja. Wir gehen rüber zum 11. Motorsport-Pilot. Da passt der 11. oder die 11. Position, die man gut gemacht hat, auch genau zur Startnummer, zu Tim Seemann. Ja, und sein Name passt vor allen Dingen heute zum Wetter, würde ich sagen. Ja. Also das kühle Nass hier, Tim Seemann, auch ihn sehr bekannt. Er scheint wohl hier entweder zuzuhören oder beziehungsweise hier zu signalisieren. Das ist ja natürlich hier die Lichthupe, das internationale Zeichen für weg da. Könnte man so übersetzen. Aber Tim Henke denkt gar nicht dran. Muss ja auch nicht. Also es ist hier Track Position, Freunde. Nur weil die in verschiedenen Wertungen fahren, muss er da nicht zur Seite springen. Es geht hier immer noch um Track Position. Klar, man muss schauen, wenn der Fahrer hinter mir, der Silberfahrer, wirklich viel, viel schneller ist. Das hatte ich ja angesprochen, diese Racecraft, die Rennintelligenz. Macht es wirklich Sinn zu verteidigen, weil ich ja dadurch auch langsamer bin. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen. Andererseits hier für Tim Henke, ja, doch für Tim Henke geht es hier um sehr, sehr viel. Aber auch da sage ich es ja nochmal, macht es Sinn, sich jetzt hier vielleicht gegenseitig aufzuhalten? Macht es mehr Sinn, ihn vielleicht vorbeizulassen, sich mitziehen zu lassen? Weil Tim Henke ist jetzt gerade der Führende in der EM-Wertung, natürlich aber nicht Boxenstopp bereinigt. Also er muss auch nochmal zum Boxenstopp. Und dann wird er auch, denke ich, ein bisschen weiter hinten landen. Was haben wir hier? John Pascal Meyer hinter Julian Schrammig. Ja, der auf jeden Fall im Paurika besser performt hat, als hier heute im wunderschönen Imola, der Julian Schrammig.
Heim war in der Box, hat Boxenstopp absolviert und vorne an der Spitze fährt Lukas Siebach, mir nix, dir nix, vollkommen unbeträgt mal gerade die schnellste Rennrunde und wird sich damit natürlich meilenweit weiterhin vom Feld absetzen. Ich glaube, der wird gar nichts hier groß um seinen ersten Platz fürchten, obwohl er muss das Ding auch erst einmal zu Ende fahren. Nur 3 Plätze gut gemacht, der momentan 8 Platzierte im Klassement, das ist Morten Dirks. 22 Jahre ist der Junge, also auch noch hier ein ganz junger Pilot, der in den letzten Jahren auch schon hier in dieser ADAC Westfalen Challenge, wie sie ja bis dato nur hieß, mit von der Partie gewesen ist, der MSF Idstedt-Pilot, der mit Sicherheit auch hier sich an den Ferrari erst einmal gewöhnen musste, war noch im Frühjahr auf dem BMW M4 GT3 unterwegs und die Farbe, die passt überhaupt nicht zum Ferrari, diese lilane Farbe, der sollte rot oder schwarz sein, aber doch nicht lila um alles in der Welt, das ist doch die Ferrari Höchststrafe, aber Morten Dirks, der würde das gar nicht interessieren. Wir hatten auch mal Formel 1 Fahrzeuge, da gibt es ja eine Boss GP Serie, gibt es historische Formel 1 Serie, da gab es auch mal einen Ferrari. Der wurde von einem niederländischen Team tatsächlich in lila lackiert. Da war Ferrari stinkesauer in Italien drüber gewesen. Aber was nutzt es, was Eigentümerfahrzeug, also kein Werksfahrzeug, hat der gekauft irgendwo bei einer Versteigerung. Aber dann kann Ferrari auch nichts machen. Morten Dirks auf 8. Ich höre es bis hier schein. Mamma mia. Ja, das Glockengeläut, nicht? Ja. Ja, wir haben natürlich auch zu schauen, wie sieht's aus. Pingel ist auf 1 in der Silberwertung, aber auch da gibt's natürlich immer noch diese Boxenstopps, die anstehen bei Pingel, beim Trab, beim Zweitplatzierten, bei Göschel, dem Dritten. Peter Brings, das ist die 411. Und Peter Brings, der hat uns dann beim letzten Lauf in Paul Ricard mit Platz 4 mal so richtig überrascht, ist da mal meilenweit in der Meisterschaft nach vorne hineingesprungen, der im letzten Jahr den Bentley gefahren hat, heute auf Ferrari unterwegs ist, einer, der ja auch über Bergrennsport, über Slalom und über die Langstrecke NLS Nürburgring, damals VLN benannt, hier im Motorsport Fuß gefasst hat, jetzt auch in der Simulation mit dabei ist im Simracing Sport. Peter bringt es jetzt in die Box. Zappi, können wir irgendwo jetzt beobachten den Reifenwechsel, wenn das Fahrzeug aufgebockt wird, oder? Ja, genau. Nee, da sieht man es leider nicht. Man müsste dann, man sieht es jetzt als Außenstehender hier in dem Broadcasting, sieht man es leider nicht. Man sieht es immer nur aus der Fahrerperspektive, also der einzelne Fahrer sieht es dann wirklich. Ich kann es aber an der Standzeit erkennen. Wenn nämlich die Fahrer unter 30 Sekunden Standzeit haben, dann können wir ganz stark davon ausgehen, dass sie die Reifen nicht gewechselt haben. Haben sie so um die 31, 32 Sekunden, dann können wir davon ausgehen, dass sie gewechselt haben oder aber vielleicht nicht gewechselt und einen leichten Schaden repariert. Also das lässt sich hier leider nicht rausfinden, weil natürlich auch jeder wieder auf die Regenreifen gewechselt haben wird. Man kann leider nicht sehen, ob die abgefahren sind oder eben nicht. Man erkennt doch. Aber für dich auch nochmal hier ein kleiner Hinweis, man erkennt auf jeden Fall immer den Regenreifen, da ist kein Strich drumrum. Bei den Trockenreifen haben wir immer diese gelbe Pirelli-Umrandung und bei den Regenreifen fehlt diese und so. Erkennt man immer direkt, ist jemand auf Regen oder auf Trockenreifen. Das ist die Erklärung für euch, wenn ihr bei den nächsten Rennen das Ganze hier verfolgt, wenn wir dann vielleicht auch mal bei Mischbedingungen unterwegs sind, währenddessen einer so ein bisschen auf Abwägen unterwegs war. Dankeschön an den Streckenbauer, dass es dort kein Kiesbett gegeben hat. Und hier sehen wir die Randale-Piloten wieder im Fahrzeug. Was jetzt der Heim gewesen oder sein Teamkollege, wer auch immer. Heim hat 3 Sekunden hinter sich, immer noch den Linus Hahne. Die beiden haben sich so ein bisschen auseinander dividiert und vorne Lukas Siebach, der fuhr auch in der letzten Runde, glaube ich, wieder mal die absolut schnellste Zeit, hatte ich von Grün um rund 14 Sekunden abgesetzt. Mertens, das könnte man im Moment noch so, nein, das können wir nicht außer Acht lassen. Da müssen wir ein großes Kompliment aussprechen. Jan Mertens ist der Pilot, der auch für den AC Oberhausen Randale Racing an den Start geht und der ist momentan auf Platz 3 unterwegs, geschuldet mit Sicherheit dem einen oder anderen Boxenstopp, aber dem fehlen im Prinzip nur 20 Sekunden. Das ist doch mal ein ganz starker Auftritt von Jan Mertens. Absolut, absolut. Wir schalten jetzt aber mal direkt zu Tobias Nunnendorf, denn der klebt wieder hinter Chris Berning. Ich möchte meinen, er war doch da eigentlich schon vorbei. Ja. Ich muss auch noch was nachliefern. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber lieber Jörg, das Quali ist under investigation, also wird nochmal unter die Lupe genommen. Dort könnten noch Strafen nach dem Rennen kommen, also da müssen wir einfach aware sein, beziehungsweise das, was wir euch nachher präsentieren, wird dann das vorläufige Ergebnis sein. Dementsprechend
ja, müssen wir schauen, was da dann noch im Nachgang kommt, wer da wen irgendwo behindert hat. Wir haben jetzt nichts irgendwie direkt im Bild haben können, aber ja, das liefern wir natürlich dann noch nach. Nunnendorf ist im Moment unter Druck. Nunnendorf drückt auf Berlin, ja. Entschuldigung, so rum muss es heißen. 15 Sekunden war der Abstand. Das Ganze jetzt aus der Porsche Onboard-Kamera hier zu beobachten. Das mit dem Spray mit der Gischt hält sich mal ganz schön noch in Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Der Verfolger hat absolut freie Fahrt. Der kann wirklich genau die Einlenkpunkte erkennen, weiß genau den Abstand, den er einsteckt hier zum Vordermann. Also Nunnendorf kann das Ganze abschätzen. Aber der kommt nicht so richtig hier vorbei an Chris Berning, der sich immer noch hervorragend wehrt. Und wir gehen jetzt nächste Duell auch wieder in Kürze hinein. Wir haben mehr Perspektiven, die wir gerade auf dieser feuchten Strecke bekommen, wo wir alles bis ins letzte Detail verfolgen können. Auch jetzt das Hochbeschleunigen mit dem Porsche. Und dann gehen wir wieder raus in den Ferrari hinein. Da können wir dann beobachten, was dort hinter abgeht. Jetzt hier Richtung Ende der Start und hier gerade haben wir das Drag Race der Porsche hier sehr, sehr stark. Und dann geht's rein in Variante Tamburello und dann geht's rauf aufs Podium hier für Tobias Nunnendorf. Wie gesagt, Jan Mertens, der muss noch an die Box kommen. Also der wird, denke ich, noch ein bisschen weiter nach hinten geschoben werden. Aber jetzt ist auch hier der Kollege Alexander Heim. Wittert da Morgenluft, möchte daran. Wir haben hier gelbe Flaggen bei Max Grün. Jawohl, er ist nur aus der Box gekommen. Da werden wir manchmal so ein bisschen ins Boxhorn gejagt. Hier von dem Broadcasting Tool. Also hier nur aus der Box heraus. Und deswegen kurz die gelben Flaggen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder hier nach vorne. Sobald das Pit Window geschlossen hat, werden wir natürlich nochmal so eine kleine Übersicht machen. Wer ist denn jetzt eigentlich der Führende in welcher Wertung? So, währenddessen schauen wir mal auch rein in die Strafen, die heute hier verteilt wurden. Bisher ist ja die Hälfte des Rennens vorbei. Wir gucken mal bei Peter Brings hier, der hinter Christian Göschel noch hängt. Aber geht hier auf die Innenseite der BMW, schmeißt da mal die Tür zu, wie nach einem saftigen Streit mit der Ehefrau oder dem Ehemann. Variante Tamburello, kommt kein Angriff. Ah, und ich guck mal hier rein ins Rennen. Währenddessen ich sagen kann, der Angriff kommt. Der vor Peter Brings platzierte hatte Probleme, Göschel. Der war ein bisschen von der Ideallinie abgekommen, war ein bisschen am Rutschen gewesen, da hat die Drehzahl gefehlt. Aber Peter Brings, der Ferrari, hat es letztendlich nicht schaffen können, dort dann noch vorbeizugehen. Und hast du jetzt mal im Strafenkatalog ein bisschen... Na, Entschuldigung, gerade Göschel hat wieder mal Probleme beim Rausbeschleunigen. Und Brings, der möchte ihn so quasi vor sich her schieben. Noch ist er aber nicht hergestellt, der direkte Anschluss. Noch kann Brings hier aus dem Windschatten nicht herausziehen, ist natürlich auch ein ganz, ganz heikles System. Wenn du dann auf die komplett nasse Linie wechselst, dann muss auch alles funktionieren. Er geht jetzt auch wieder auf die nasse Linie, reiht sich aber Gott sei Dank sofort wieder hinter Göschel ein. Was haben wir im Strafenkatalog? Jawohl, wir haben 15 Sekunden für Max Grün, die er da schon absitzen musste. Jawohl, sehen wir, das kann ich erkennen. Hier 57 Sekunden Standzeit bei ihm. Dann haben wir ebenfalls 15 Sekunden für die 189, hatte ich da gerade schon rausgesucht. Das ist Julian Schrammeck. Dann die 202 ebenfalls mit einer Strafe. 15 Sekunden Kevin Krüger bekommt die da. Die 18 ebenfalls 15 Sekunden. Also heute wird hier mit 15 Sekunden nur so um sich geworfen. Die 18, das ist Timo Sendt, also heute wieder kein Glück hier für ihn. Die 69, das müsste Marcel, nee, der hat die 85, die 69 war, irgendwann kann ich das auch noch auswendig. Freunde, guck mal gerade rein, dann kann ich hier, zack. Die 69, das ist Frank Küper, auch der mit einer 15 Sekunden Strafe. Und nochmal 15 Sekunden für die 169, das ist Sven Sieverzen. Das Duell mit Göschel und mit Brings geht hier im vollen Dampf weiter. Der BMW hält momentan hier noch die 14. Gesamtposition. Es geht hier auch um eine Position vorne an der Spitze mit unter den besten 5 in der Klasse der Silberpiloten. Und Peter Brings, der hatte ich ja mit der 411 in diesem Jahr schon hervorragend in der Meisterschaft auf der 5. Position festsetzen können. Ich bin eben ein bisschen näher auf ihn eingegangen und der jagt ihn immer noch vor sich her. Ein Göschel, das ist ein Klassenkonkurrent, denn auch er geht
in der Silberwertung an den Start und der ist auf der 6. Meisterschaftsposition aufgeführt. Der Pilot vom AMC Bad Lippspringer, der im BMW M4 GT4 im vergangenen Jahr in der Season 5 das Ganze, oder besser gesagt im Frühjahr, bestritten hat. Peter Brings, immer wieder ist er dran. Jetzt hat er ein bisschen mehr Schwung aus der Kurve heraus, aber auch da ging die Lücke zu. Auf der Innenseite versucht, jetzt rübergezogen auf die rechte Seite. Auch da gab es keine Möglichkeit für ihn. Nächste Schikane. Beide gehen sehr, ja, gelassen über die Curbs rüber. Das ist alles so im Bereich des Grünen. Man war nicht richtig weg, denn wenn du ganz weg bist, Tappi, verlierst du auch viel zu viel Zeit. Absolut, absolut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Schikane, ja, ich glaube, bei vielen, vielen Fahrern verhasst. Also ich selbst habe sie nie richtig bekommen. Das war immer so meine Achillesferse hier auf der Strecke. Aber ja, muss man eben bekommen, wenn man hier vorne mit dabei sein will. Apropos vorne mit dabei, lieber Jörg. Komm mal einer guck. Ja, wir haben wieder eine Bestzeit vorne an der Spitze, dann Nunnendorf hinter Tibach auf 2, dann kommt es zum interessanten Kampf zwischen Berning und Alexander Heim. Der ist dran an Berning, der macht richtig, richtig Druck, geht's heute hier für Alexander Heim zum ersten Mal so richtig ums Podium. 4. und 5. Plätze hat er schon abgeliefert, der aktuell Meisterschafts-Zweitplatzierte, 18 Jahre, der Randale Racing-Pilot des ADAC Westfalen, eine ganz saubere Vorstellung liefert er ab. Bitte hab auch die Nerven im Griff, denn du hast doch endlos lange, 18 Minuten und ein paar Sekunden wurde stehen und jetzt saugt er sich ran. Kommt gleich das Überholmanöver, es geht ja nicht um eine Überrundung. Da haben wir vorne einen, der vielleicht das Zünglein an der Waage spielen wird, denn da müssen die beiden auch noch irgendwo den Weg vorbeifinden an den Blauen, denn der gehört definitiv nicht vorne in die Gruppe mit hinein. Das ist ein Fahrzeug, was hier in Kürze zur Überrundung ansteht. Ja, macht man einen Blick auch schon. Zu dritt nebeneinander geht es jetzt hier über die Gerade. Aber der Wechsel ist vollzogen worden. Wir haben einen neuen drittplatzierten Alexander Heim mit Porsche. Heieieiei. Jawohl. Ja, schöner Kampf hier zwischen den beiden. Und ja, du sagst es, Alexander Heim jetzt hier auf dem Podium. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir schauen mal rein. Wir wollten ja so ein bisschen Tabula Rasa machen. So ein bisschen Inventur, wie in so einem wunderbaren Supermarkt auf der 10. Fangen wir mal hier bei den Silberlingen mal an. Waren wir schon länger nicht auf der 10. Morten DX4 führt hier wieder die Silberklasse an. Also scheint hier Imola trotz des Jahrdrehers oder trotz der Situation in der erste oder zweite Runde wieder sich nach vorne gekämpft zu haben. Dahinter dann Benjamin Pingel auf der 2, Klaus Trapp auf der 3. Und dann Uwe Tholen für die oder in der AM-Wertung, besser gesagt, führt hier sehr, sehr souverän, hat hier noch einen richtig, richtig großen Puffer, noch ein bisschen auf die hohe Kante was gelegt. Pascal Reihe, Kevin Krüger, Kai Jüngling, Chris Behm sind da hinter ihm. Dann kommt erst Patrick Klamitz. Ja, aber Tim Henke, auch er wieder auf Podiumskurs, wenn da nicht Roman Klemke wäre. Und da schalten wir doch jetzt mal direkt hin ins Cockpit. Und wir sehen hier Gischt Richtung Variante Alter. Mal gucken, wie gesagt, man braucht hier nur das Fahrzeug einmal zu doll über den Körper jagen, dann versetzt es und dann verliert man hier locker 2, 3, 4, 5 Zehntel beim Rausbeschleunigen. Ja, und dann sagt man immer, gute Nacht, Marie. Ja, und für einen ist es wirklich so, dass alle für ihn fahren, für Benjamin Pingel. Ganz kurz muss ich noch einmal drauf eingehen, denn wir haben ihn jetzt nicht im Bild, aber Benjamin Pingel war eben im Bild. Der ist in der Meisterschaft dabei, sich abzusetzen mit dem aktuell zweiten Platz, den er eingenommen hat. Der Führende hat nichts mit der Meisterschaft aktuell zu tun. Dort hinter die ganzen Verfolger auch nicht im direkten Kampf um die Meisterschaft involviert. Der Nächste, der dort auftaucht, ist dann Kai Jüngling. Aber auch der liegt ein bisschen, ja, ich sag's mal so, nicht im Bereich, dass er hier um die Punkte so entscheidend mitfahren kann. Also alles spielt für im Moment für Benjamin Pingel eine deutliche Sprache. So, und jetzt müssen wir uns dies hier nochmal angucken. Klaus Trapp vorbei hier an Benjamin Pingel. Die haben jetzt hier die Plätze getauscht auf dem Podium. Und dabei war er relativ weit hinten. Wir gucken das mal hier aus der Sicht von Klaus Trapp nochmal an. Da vorne ist Benjamin Pingel. Ah, ich glaube, er ist zu spät. Rivazza, ich glaube, er ist da ein bisschen weit rausgekommen. Ja, sehen wir auch, wie er da über den Rasen ein bisschen räubert, hier mal so ein bisschen was abschneidet. Ja, und dann wird er aber eben auch ja, einkassiert hier, in die Tasche gesteckt von Klaus Trapp, ja, nach dem Fehler von Benjamin Pingel.
Ich glaube auch, dass er bei Nunnendorf, Heim und bei vielleicht auch Berning gleich einiges auch in dieser Art erleben werden. Schrammeck hatte Probleme, Schäfer hatte Probleme, Seemann auf dieser Strecke im Nassen auch gerade mal ein paar Probleme gehabt. Aber vorne an der Spitze werden wir den Führenden in aller Ruhe erleben dürfen, wie er das zu Ende fährt. Der wird da keine großen Probleme mehr bekommen. Aber die Verfolger, die sind wirklich voll auf Anschlag unterwegs. Und hier sehen wir den BMW von Danny Weller. Der hat gegenüber des Startvorgangs mal 5 Plätze gut gemacht. Und hier ist ja von der Frontpartie auch gut zu sehen. Vorne die Niere. Das ist die Kühlerschlitze des BMWs. Könnten wir auch dazu sagen, der Motorsport for All Pilot. Und der bekommt im Moment die ernsthafte Gesellschaft von einem Piloten, der im Fahrzeug der 85 unterwegs ist. Marcel Römer, Jugendkatz-Slalom-Trainer, im letzten Jahr 8. der Pro-Klasse, in diesem Jahr auch auf der 8. Pro-Klasse aufgeführt. Der macht richtig Feuer Richtung Danny Weller, aber hat momentan hier an Weller, der Römer, noch nicht den Weg vorbeigefunden. Man ist unter der 0,5 Sekunde Grenze als Abstand unterwegs. So, ab nach vorne, Position 4 und 5, Linus Hane und Chris Berning. Ja, Chris Berning, mein Geheimtipp für heute, muss er ordentlich federn lassen, wie eine ganz kurz vor Weihnachten. Also, ja, ist hier ordentlich unter Druck von Linus Hane. McLaren gegen Ferrari. Es geht rein in Aqua Minerali. Schauen auch hier mal wieder hinten raus. Ja, hier, glaube ich, ganz gut erwischt von Chris Berning. Man sieht es auch gleich, kann er sich so ein bisschen absetzen. Aber dahinter muss es gekracht haben hier zwischen Göschel und Brings. Gucken wir da nochmal rein. Ich denke, ja, dann machen wir nochmal hier. Was war da los? Hier die Wiederholung, 30 Sekunden zurück. Stegemann jetzt rein in die Box. Gucken wir mal. Ja, jetzt kommt's. Ja. Beide ein bisschen geschunkelt, wie beim Wildecker Herzbuben-Konzert hier. Christian Göschel. Ja, und dahinter, wenn wir gleich wieder im Live-Bild sind, dann haben wir hier gleich nochmal richtig, richtig verrückte Renn-Action. Nämlich hier bei Julian Schrammeck, Marcel Römer und Danny Weller. Marcel Römer hat hier wohl gerade eine Position verloren, wieder gegen Julian Schrammeck. Und Alexander Heim kommt so langsam ran an Tobias Nunnendorf auf der 2. Linus Hane. Entschuldigung. Wenn du gleich die Einblendung nochmal hast, ja, dann haben wir eben Heim 2,2 Sekunden Rückstand erlebt. Und jetzt, du hast es gesagt, der ist deutlich rangefahren, 7 Zehntel weggefahren. Und jetzt wird er Nunnendorf Probleme bekommen, die auch gerade Zappi der Linus Hane hatte. Ja, da gab es so eine leichte Berührung in Variante Tamburello. Und da hat er den Chris Berning aber auch direkt gleich wieder vorbeigewunken. Nochmal hier zurück zu den 3 Kampfhähnen. Ja, und da wurde einer. Ein Kollateralschaden gibt es hier zu erklären. Ein Kollege, ich weiß jetzt nicht, wer es war, wurde da auf jeden Fall weggedreht und ein bisschen aus der Aquaminerale geschöpft. Schrammeck, der die 189 hat, der müsste da derjenige sein, der der Leidtragende von dieser Geschichte gewesen ist. Aber schön, dass wir gerade mal wieder hier mit Chris Berning unterwegs sind. Da geht es ja wirklich um den Kampf der Podiumsplatzierungen. Linus Hane auf 4, Berning auf der 5. Der Abstand zwischen den beiden, der wechselt eben, war schon mal unter einer Sekunde. Aber jeder macht immer einen kleinen Fehler, der dort hinter auftaucht. Das ist nicht der 6-Platzierte im Gesamtklassement, denn das müsste ein Porsche mit Jan Merten sein, der Teamkollege des 3-Platzierten Alexander Heim. Aber mal ehrlich, Zappi, Alexander Heim findet auch nicht so den richtigen Flow. Ein Riesenergebnis, keine Frage, aber nicht den richtigen Zug, um Nunnendorf unter Druck zu setzen. Absolut, absolut. Da war er schon mal ein bisschen näher dran, aber du sagst, es ist ein kleiner Fehler. Ja, und schon bin ich da wieder weiter weg. Wir gucken mal jetzt nach hinten hier. Bei den AMs geht es auch nämlich ums Podium. Roman Klemke hat da noch die Podiumsposition inne, aber Tim Henke möchte die gerne haben von ihm. Mal gucken, was er ihm zum Tausch anbietet. Jetzt sehen wir auch Patrick Klamitzki mit einer gelben Flagge. Was ist hier? Patrick Klamitzki, der steht hier an der Seite. Der steht in Rivazza, zwischen Rivazza 1 und Rivazza 2. Macht jetzt hier den Rückwärtsgang, kommt wieder zurück auf die Strecke. Und da sehen wir schon, wie Roman Klemke vorbeikommt. Und Tim Henke auch, Fragezeichen. Roman Klemke jetzt auf jeden Fall von Patrick Klamitzki hier die 2. Position geholt. Patrick Klamitzki auf der 3, jetzt Tim Henke auf der 4. Und jetzt haben wir in den letzten 10 Minuten nochmal wieder einen richtig spannenden Kampf in der AM-Wertung. Wer holt sich da den 2. Platz, wenn jetzt bei Uwe Tholen nicht noch irgendwie wirklich
ein Rad abfällt oder ähnliches, dann sollte er sich da den ersten Platz holen. Aber wer wird hier Zweiter? Patrick Klamitzki war eigentlich, na, er hatte so viel Abstand. Und dann, ja, plankt er ein, rastet da ein wie ein Klettverschluss und schon, ja, ist das Podium fast futsch. Klar, auf dieser Strecke ein kleiner Fehler, einmal weg von der Linie, wenn du zu schnell da unterwegs bist, das verzeiht kein Mensch. Und hier sehen wir auch die 77 wieder in Attacke unterwegs. Klamitzki probiert hier vorbeizuziehen an Klemke, hat es auch geschafft, hat sich hier momentan auf die Position 2 in der Klasse gesetzt, hinter Uwe Tholen, der doch ein sehr einsames Rennen fährt, Uwe Tholen. Ich hoffe wirklich, dass er auch richtig informiert ist, dass hinter ihm mit Chris Behm ein Pilot aus der AM-Wertung ist, nicht dass es da noch einen großen Kopf drum macht. Den könnte er ruhig, wenn er die Strandwehr passieren lassen, muss keine Kampflinie fahren. Also hoffe, dass die Informationen auch an den lieben Uwe dann weitergebracht werden. Danny Weller hatte Probleme. Der hat im Moment hier mit der Startnummer 20 im BMW in fast jeder Runde ein paar Probleme. Der Motorsport-for-All-Pilot wird immer mal wieder hier mit so einem Alarmzeichen versehen. Da seht ihr auch zu Hause auf der Zeitenliste. Das bedeutet nie etwas Gutes. Da wir dürfen jetzt zum nächsten BMW mit der 222 schauen, der sich auch gegenüber des Qualifyings Christian Göschel doch um 5 Positionen im Rennen nach vorne gearbeitet hat. Und ist es so, dass Dirks führt, dann wäre der Göschel im Moment auf der 5. Klassenposition unterwegs. Dieses Ausrufezeichen ist wie im echten Fahrzeug. Wenn das aufleuchtet, dann ja, ist das meist nie gut. Achtung, Houston, wir haben ein Problem. Ja. Das heißt, wieder Zwiebellederportemonnaie öffnen und irgendwelche Ersatzteile kaufen. Kevin Krüger auf der 20. Position ist hier hinter Pascal Reihe. Gucken wir mal, hatten wir heute auch noch nicht. Ja, Kevin Krüger hatten wir schon, ein bisschen im Bild, Pascal auch, aber können wir auch mal hinschalten hier die beiden vorne. Lukas Tippach 22 Sekunden vor Tobias Nunndorf. Jetzt wird es gerade ein bisschen weniger, ja, hin und her, ein bisschen Rubberband. Und dann Alexander Heim, nur 4,2 Sekunden Abstand jetzt zur 2. Also da hatten wir mal so ein Funke Hoffnung, der da so aufgekeimt ist. Aber ich glaube, das wird sich... Ich sag dir mal warum. Wer ist denn der Zweitplatzierte? Tobias Nunndorf. So, was spielt für Tobias Nunndorf eine Rolle in der Meisterschaft? Der ist auf 5, hat 7 Punkte Rückstand auf Alexander Heim und Heim fährt mit Verstand. Der sagt sich auch, pass mal auf, ich werfe das Fahrzeug heute nicht weg. Ich bringe hier meinen Platz nach Hause. Das ist Platz 3. Dafür gibt es mächtig Meisterschaftspunkte, nämlich 20 an der Zahl. Ja. Dadurch setze ich mich weiter im Klassement ab. Tibach, den kriege ich eh nicht, der ist auf und davon, hat später nach diesem Rennen 75 Punkte auf dem Konto. Heim fährt auf einer sicheren Position 3, der schaukelt das nach Hause und dann lacht er sich am Ende ein bisschen ins Fäustchen. Ja, guck mal, dein Wort in Gottes Gehörgang. Schauen wir mal, Benjamin Pinge jetzt hier hinter Benedikt Gablicek, aber auch er, denke ich, wird einen Teufel tun, hier irgendwie anzugreifen, denn Benjamin Pinge hier gerade auf der 3. Position in der Silberwertung, also der wird da auch mit Intelligenz fahren und denkt sich, geh mit Gott, aber geh, lass mich in Ruhe, Benedikt. Wo wir fast wieder den Bogen zum Papst schwingen können. Aber klar, also an Benjamins Stelle würde ich das ganz genauso handhaben. Also da. Ja. Julian Schrammeck, Marcel Römer, Jörg, guck dir an hier unser Trio. Danny Weller auch mit dabei. Also, das sind so die im Klassenbuch heute öfter mal drinstehen. Die 3, Marcel Römer, der verabschiedet sich jetzt, der wird abgeholt quasi, hat sich hier in Variante Alter verabschiedet, dann haben wir nur noch Jürgen Schrammeck und Danny Weller. So ist es. Und ich wollte gerade mal sagen, in den Spitzenpositionen, in den einzelnen Klassen, da ist Abstand. Da macht man hier keinen großen Halligalli mehr. Aber dort hinter, ich sag mal so, hinter den besten 3, da geht ihr definitiv in den einzelnen Klassenwertungen noch ab. Und wir dürfen ja hier dankenswerterweise auf die 16. Gesamtposition schauen. Zum 22-jährigen AV Lübeck-Piloten. Das liegt ja im Bereich des ADAC Schleswig-Holstein. Und ihr denkt alle dran, Mitglied werden beim ADAC und vor allem Sportwart-Ausbildung machen. Dann könnt ihr auch im realen Motorsport bei den absoluten Top-Events irgendwann mal auf dem Nürburgring 24-Stunden-Rennen und so weiter dabei sein. Schrammeck ist der Zweitplatzierte der laufenden Meisterschaftssaison, hat es genauso getan wie ein
hinter ihm platzierter oder punktgleich platzierter Alexander Heim. Beide wurden einmal Vierter, einmal Fünftplatzierte, sind punktgleich auf der zweiten Position aufgeführt. Aber Schrammeck liegt dafür hier in diesem Wertungslauf zu weit zurück. Also da spielt alles in die Karten für Tibach und für Alexander Heim. Absolut, absolut. Ansonsten, ja, das sind hier die ja, beiden, die am engsten zusammen sind. Danny Weller und Julian Schrammeck hier Innenseite rein in Piratella. Kann das gut gehen? Nein, hier wird vorher gebremst. Von Julian zieht er auf jeden Fall nochmal zurück. Jetzt haben wir hier den Blick wieder hinten raus von Danny Weller. Rein in Aqua Minerali. Ja, wir sehen auch schon bei Julian Schrammeck, da gibt das ein oder andere Schrammeck am Auto schon hier am BMW. Sehen wir da so ein bisschen die Spaltmaße aufplopfen. Hinten. Aber in der AM-Klasse, da könnte noch was geschehen. Wenn wir einmal schauen, Tholen, der ist durch, der hat riesen Vorsprung. Ja. Klamitzki, ja. Der hat nur 2 Sekunden Vorsprung auf Roman Klemke. Klemke ist der Meisterschaft Zweitplatzierte mit 40 Punkten bis dato. Klamitzki ist nicht unter den Top 5 aufgeführt. Und da möchte natürlich auch der Klemke an ihm vorbei. Der braucht noch ein bisschen mehr Punkte, um den Anschluss an Sivertsen nicht zu verlieren. Und Sivertsen, mal ganz ehrlich, wenn man über den Bildschirm drüber schaut, der ist doch in der Klassenwertung aktuell nur auf der 6. Position. Also der geht heute auch so ein bisschen als Verlierer des Wertungslaufes raus. Der Meisterschaftsführende aus AM nur auf Platz 6. Also das ist deutlich zu wenig. Aber wie gesagt, es gibt zum einen Streichergebnis und zum anderen haben wir noch 3 weitere Wertungsabende hier in dieser Serie auf dem Programm stehen. Jawohl, so, Danny Weller und Julian Schrammeck, die sich hier bekriegen, aber wir haben natürlich jetzt hier 3-4 Minuten vor Schluss natürlich ein bisschen mehr den Spotlight auf die Podiumsplätze. Da schauen wir mal rein, also vorne bei den Pros, da ist die Messe gesungen, da wird gerade schon die Kollekte rumgereicht quasi, Ende der Veranstaltung. Vorne Lukas Tippach, Tobias Nundorf und dann Alexander Heim. Dann Morten Dukes, ich glaube, das ist auch relativ sicher. Aber ja, Klaus Trapp und Benjamin Pingel, da kann auch noch mal was passieren hier. 3 Sekunden, wir wissen es, einmal in Rivazza ein bisschen zu spät gebremst. Und ja, schon darf ich dem Podium einen Abschiedsbrief schreiben. Müssen wir mal gucken. Also der Pingel, der, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist heute für mich auch so, ja, so eine ganz starke Überraschung. Den dürfen wir hier definitiv auch in diesem Jahr gar nicht so außer Acht lassen. Benjamin Pingel, Schleswig-Holstein-Pilot, der Führende der Meisterschaft. Und der muss eben hier weiterhin seine 3. Position fahren, um dass er dann auch eben in der Meisterschaft vorne weiterhin dabei bleibt. Ja, er hat einen kleinen Vorsprung raufgefahren auf Kai Jüngling, aber das Ding ist definitiv hier für keine gelaufen. Absolut. So, jetzt gucken wir doch nochmal rein hier bei Julian Schrammeck gegen Danny Weller. Unser Pärchen des Abends, könnte man fast sagen. Tim ja. Seemann ist hier hinter Roman Klemke. Tim Seemann aber in der Silberwertung dementsprechend. Ja, greift er hier quasi nicht in diese Wertung mit ein. Auch hier, wir sehen, Roman Klemke lässt ihn da vorbeiziehen. Jetzt muss man aber natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu viel vom Gas gehe und dass ich da ja nicht zu viel Zeit verliere. Aber Roman macht das hier sehr, sehr gut, lässt auch den nächsten vorbei, bevor dann Tim Henke 2,2 Sekunden dahinter ist. So, Morten Dirks, gucken wir auch da nochmal rein. Hier sehr, sehr, sehr stark an der ersten Position. Da freue ich mich, den Morten dann, ja, wenn es so bleibt, natürlich beim Interview begrüßen zu dürfen. Auch hier nochmal. Du sagst, wenn es so bleibt, ja. Und lob mir den Tag nicht schon vor dem Abend. Du bist ja absolut. Schon von Umarmen und Vater Unser. Die Kirche ist aber noch nicht zugeschlossen, mein Lieber. Heute haben wir es aber mit uns. Ja, wir sind ein bisschen heilig heute unterwegs. sind ja auch die heilige Rennstrecke in Italien. Ja, absolut, absolut. Ja, wollen ja da. Und Papst kommt ja auch von Italien. Ja. Oder wohnt zumindest mal da. Ja, aber ja, mit aller Ernsthaftigkeit, Tibach ist vorne ohne Frage durch. Führender in der Klasse der Silberwertung. Auch da ist für Morten Dirks
das Ganze mit Sicherheit gelutscht, wenn wir dann auch gleich einmal umzwitschen in die Klasse der AM-Fahrzeuge. Auch da wird hier keine große Attacke Richtung des Führenden mehr in den letzten 58 Sekunden erfolgen. Uwe Tholen, für uns beide das unbeschriebene Blatt hier, der hat heute wirklich mal so richtig abgeliefert. Absolut. Auch im Hinblick aufs Gesamtklassement, 23. Position, absolut top. Und dann noch souverän Führender vor Patrick Klamitzki, der nun mal kein unbeschriebenes Blatt hier in der Serie ist. Patrick Klamitzki, der möchte natürlich auch noch hier in diesem Jahr in der Meisterschaft ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Hatte zugegebenermaßen auch so ein bisschen Pech gehabt, aber den werden wir noch weiterhin heute in den nächsten Rennen vorne in der Spitze erleben. So, und jetzt haben wir hier die Situation, Tim Henke nur noch anderthalb Sekunden hinter Roman Klemke. Und Roman wird sich jetzt auch denken, Seemann, mach hin, bring den Pott in Bewegung. Kann ich mir hier sehr, sehr vorstellen, dass der Roman da so ein bisschen ungeduldig wird. Jetzt nur noch eine Sekunde. Sie müssen aber auf jeden Fall, ich guck mal gerade, ja, die sind noch vor Lukas Tippach. Also haben wir da auf jeden Fall bei denen eine Runde noch. Also sehr, sehr spannend. Kriegen wir doch noch einen Showdown hier ums Podium. Zappi, Entschuldigung, Zappi, wir haben Probleme bei Patrick Klamitzki. Eieieiei. Gibt es Symbol? Ja, aber gab es nur eine leichte Berührung anscheinend. Vielleicht ist er auch zu doll über den Körb gefahren. Also jetzt nichts Ernstes, solange er hier nicht die Position irgendwie tauscht, kann man davon ausgehen, ja, dass vielleicht nur eine Berührung oder zu doll über den Körb gefahren und da sich so ein leicht ein bisschen was abgerumpelt hat. Aber jetzt erstmal nach ganz vorne, Rivazza 1, Rivazza 2 und da sehen wir auch schon hier die Warnblink. Anlage von Lukas Tippach, der auch das dritte Rennen in der 6. ADAC Sim Racing Challenge für sich entscheiden kann. Glückwunsch an Lukas Tippach hier an der Stelle. Tobias Nundorf wird wohl Zweiter, Alexander Heim wird wohl Dritter, aber du siehst es mir nach, wenn wir jetzt hier mal direkt wieder zu den AMs hüpfen, denn da ist es am spannendsten. Vorne wird auch der Kollege Morten Dierks der Erste in der Silberwertung, aber jetzt haben wir es hier sehr, sehr spannend. Wir gucken auch immer mal wieder rein. Ich gucke aufs Broadcasting-Tool, sage euch, wer jetzt schon durch ist. Danny Weller, Julian Schrammeck auf 14.15 ist durch. Da haben wir Sievertsen, der auch nochmal an der Position kratzt. Nein, die sind auch schon durch. Also jetzt hier die Fahrer, die wir jetzt hier mit im Bild haben, die müssen hier noch die Hälfte der Strecke umrunden, bevor sie dann im Ziel sind. Und das gibt halt, wie gesagt, immer nochmal die Möglichkeit hier für Tim Henke, dich einen Podiumsplatz zu erhaschen. Und wie oft haben wir das schon gehabt hier in der 6. ADAC Sim Racing Challenge, dass in der letzten Runde, vielleicht auch in der letzten Kurve, da sich das Ergebnis nochmal geändert hat. Ich halte ein bisschen die Luft an, denn jetzt kommt die Attacke. Er versucht noch einmal, sich neben die Konkurrenz zu schieben. Er versucht noch einmal, dort aufs Podium zu fahren, vorbei an Klemke, Tim Henke, der muss hier dabei vielleicht auch ein Meisterstück abzuliefern. Und du siehst, da steht der Nächste schon direkt mal neben der Strecke und meine auch, wäre ein Fahrzeug aus dem Hause von Henke gewesen. Aber wir schauen, was hier am Ende der Reise rausgeht. Wir dürfen rübergehen zum Ferrari, zu Uwe Tholen. Ja. Der rückt dem Ganzen hier eindrucksvoll den Stempel auf und er fährt das Ganze hier sehr, sehr souverän nach Hause. Ich glaube, der kam nicht ein einziges Mal heute in irgendeine Gefahr. Ein 77er-Fahrzeug, sehr kontrolliert hier unterwegs gewesen. Auch Patrick Klamitzki, den wir hier auf der zweiten Position dann erleben dürfen, hinter eben Uwe Tholen. Ja, und Roman Klemke sichert sich hier seine Podiumsposition. Ja, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Studio. Da können wir nochmal ein bisschen das Rennen analysieren. Wie gesagt, du musst mir da gleich nochmal ein bisschen den Rücken frei halten, weil wir machen ja hier gleich wieder so ein schönes Siegerfoto. Aber Freunde, erstmal zurück ins Studio. So, da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen hier im Studio. Ja, Jörg, wir hatten letztes Mal drüber geredet. Och, wäre doch mal Regen, wäre doch mal schön. Wir hatten Regen heute, würde ich sagen. Also die Strecke war nicht flooded, also nicht überflutet, aber schon sehr, sehr nass. Ja, und das bedeutet, Fahrer, die vielleicht im Trockenen nicht so gut sind, kommen ein bisschen weiter nach vorne, Fahrer, die im Trockenen und so weiter. Also es tauscht sich immer hin und her. Aber jetzt, Jörg, dein Gesamteindruck vom Rennen.
Es gibt tatsächlich viel Spielraum für Spekulationen. Ist der eine im Regen besser? Ist der andere im Trockenen besser? Wo liegt der Schwerpunkt der Fahrer? Ja. Aber wir haben heute ein Rennen erlebt. Oder wir müssen mal ganz kurz eins erklären. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass es regnet. Denn wir fahren nach der realen Zeit oder nach dem realen Wetter, wie die Simulation so eingestellt wurde. Lukas Tipach, keine Frage, der ist auf Meisterschaftskurs unterwegs. Da gibt es keine Zweifel drüber. Mit Morten Dirks bin ich sehr, sehr froh und ein bisschen auch überrascht, dass er so eine tolle Performance abgeliefert hat. Der ist ja in der Meisterschaft aktuell auf der 15. Position. Super, super Leistung mit dem Sieg in der Silberwertung. Und Uwe Tholen, der kommt hier rein wie Phönix aus der Asche, zieht allen vom Hocker, hat einen riesen Vorsprung herausgefahren, war nicht ein einziges Mal in Gefahr. Also das verdient mal den höchsten Respekt. Und ja, den dürfen wir auch nicht außer Acht lassen in der Meisterschaft, weil, ja, es war der dritte Lauf, er war das erste Mal dabei, es gibt ein Streichergebnis. Und ich glaube auch, dass nicht alle anderen nur mit einem Streicher quasi auskommen. Sie haben nur eins, aber jeder schießt dann auch noch einmal bei den 5 gewerteten Veranstaltungen, bei den 5 dann regulär gewerteten Veranstaltungen einen Bolzen. Ja. Das wird noch ein Ding. Es wird spannend, Freunde. Es wird spannend, es bleibt spannend. Wir haben jetzt hier gleich das Siegerfoto, was ich hier aufnehmen werde. Wenn wir mal nochmal eine schöne Perspektive hier aufnehmen. So. Ja, was war für dich so, was sagst du zur Performance von Alexander Heim? Da kannst du ja. Im Training war ich hin und her gerissen. Wir haben alle erlebt, er war mal vorne, er war mal Zehnter. Es war so ein Auf und Ab, aber auch geschuldet der Tatsache, wann hast du deine schnelle Runde gesetzt? Alexander Heim war im Rennen auch erstmal top, dann so ein bisschen hopp, hat sich aber wieder ganz exzellent nach vorne gearbeitet, hatte, glaube ich, auch wenig Schwierigkeiten im Rennen. Sehr klug das Ganze nach Hause gefahren. Ich bin überzeugt, der hat auf den Meisterschaftsstand schon so insgeheim drauf geschaut, hat nicht mit aller Macht nochmal gedrückt. Am Ende wollte das Fahrzeug, den Porsche, sicher auf dieser dritten Position über die Linie fahren. Mich hat, ich sagte es eben schon einmal, geflasht. Low Fuel Motorsport, aber total geflasht, wie man so überlegen ja unterwegs ist. Egal, Silverstone, der Flugzeugkurs, Paul Ricard in Frankreich, beides trocken, heute im Nassen. Das ist ihm doch sowas von egal, was wir für ein Wetter, was wir für eine Strecke haben. Lukas Tipach ist die absolute Nummer 1. Absolut, absolut. Und das Ganze, denke ich, können wir uns jetzt auch hier in den Ergebnissen angucken. Das Siegerfoto haben wir geschossen, was wir dann auch immer wieder hier gleich hinter den Ergebnissen eingeblendet haben werden. Aber jetzt, wir gucken auch mal, lieber Jörg, müsste ich eine Krake sein. Ich bräuchte 7 Arme, 5 Füße und 2 Gehirne, um das hier alles so ein bisschen zu managen. Wir gucken mal, sind die Fahrer denn jetzt hier schon im Interviewraum? Jawohl, Uwe Tholen ist da, Lukas Tipach ist da. Fehlt uns nur noch der wunderbare Morten Dirks. So, ganz klitzekleinen Moment, bevor wir jetzt hier die Ergebnisse einblenden. So, jawohl, haben wir. Ja, ich würde sagen, wir blenden die Ergebnisse ein und dann fangen wir an erstmal mit den Overall-Ergebnissen und dann gehen wir zu dem AM-Sieger Uwe Tholen. Kleinen Moment, los geht's. So. Hier aktualisiert sich das, da haben wir das Siegerfoto der 3 Fahrzeuge. Ja, vorne Lukas Tipach vor Tobias Nunnendorf, Alexander Heim. Dann haben wir Benjamin Pingel. Aha, da hat sich doch nochmal was verändert. Gab es da nochmal eine Strafe für Morten Dirks? Das haben wir jetzt nicht ganz mitbekommen. Da müssen wir nochmal nachprüfen. Er wird jetzt hier auf jeden Fall dahinter gewertet. Eieieiei, also da müssen wir gleich noch mal schauen. Ich lasse es einmal für euch durchlaufen, aber dann, wie gesagt, kommen wir direkt dann zum Sieger der AM-Wertung und das ist der wunderbare, uns bisher unbekannte Uwe Tholen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, vielen Dank. Hallo. Hallo Uwe, auch von mir herzlichen Glückwunsch Uwe. Wie kam es, dass du bei den ersten beiden Läufen gar nicht dabei gewesen bist? Geschuldet der Tatsache, dass du vielleicht einer der Nachrücker gewesen bist oder gab es da irgendwelche sonstige Probleme bei dir? Nee, das ist genau das. Ich bin Nachrücker. Ich bin aus dem Weser-Ems-Bezirk. Mhm. Und deswegen Nachrücker. Oh.
Uwe, und dann heute dieser Wertungslauf. Du warst eine absolute Macht. Du hast eine Demonstration der Macht abgeliefert in der AM-Klasse. Warst du irgendwo in diesen einstündigen Renndistanz auch mal auf dieser schwierig zu fahrenden, pitchnassen Strecke in Schwierigkeiten? Ja, also die letzte Viertelstunde war schon sehr anstrengend. Also da hatte ich das Gefühl, ich fahre auf Glatteis. Auf Glatteis ist vielleicht auch das Thema der Reifen. Hast du beim Boxenstopp Reifen gewechselt oder musste der eine Satz von Anfang bis Ende halten? Der hat gehalten. Ich weiß gar nicht, ob beim Regenreifen die Reifen überhaupt gewechselt werden. Ja, das hatten wir diskutiert. Also gerade bei einem Stundenrennen eher weniger. Also dann muss ich den Reifen schon sehr überfahren haben oder mich gedreht haben, sodass ich da ja wirklich Flatspots oder Ähnliches drin habe. Sieht man sehr, sehr häufig, gerade bei Stunde, dass dort nicht die Reifen gewechselt werden. Uwe, bist du tatsächlich einer, wenn ich das so raushöre, hast du wenig Erfahrung im Simracing-Sport, weil du gerade das mal so mit den Regenreifen, wechselt man die überhaupt angesprochen hast? Nee, ich meine das vom Programm her, dass das gar nicht funktioniert, die Reifen zu wechseln. Das kann man gar nicht einstellen, glaube ich. Doch, klar. Ja, gut. Dann aber Uwe, ich fahre sehr wenig im Regen, sagen wir mal so. Gut, dass du nicht alles weißt, sonst würdest du ja das nächste Mal allen wieder um die Ohren fahren. Also vielleicht gibt es ja noch ein paar Tricks, die man noch im Köcher haben muss. Dein Ziel in diesem Jahr weiterhin bei den Rennen dabei zu sein, aber du hantierst immer noch mit der Nachrückerliste, oder? Ja, genau, das ist das Problem. Mir hat es aber heute sehr viel Spaß gemacht, obwohl es im Regen war. Und Regen liegt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich hier jetzt gewonnen habe. Also ich bin total erstaunt. Wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte eigentlich auch nicht gewinnen. Ja. Ich wollte einfach nur mitfahren und Spaß haben. Darf ich noch mal ein bisschen persönlich werden? Wie alt bist du? Ich bin 54. Hab ich es heute nicht gesagt? Wir haben wirklich die etwas älteren Piloten, die vielleicht mit etwas mehr Ruhe an das Ganze heute rangegangen sind. Das ist uns heute auch schon in der einen oder anderen Kategorie hier aufgefallen. Ja. Uwe, ich möchte an dieser Stelle nochmal dir ein Riesenkompliment aussprechen, einen ganz großen herzlichen Glückwunsch sagen und in der Hoffnung, dass du bei den nächsten Läufen irgendwie dabei sein kannst. Ja. Schauen wir mal. Vielen Dank. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Ich schreibe gerade noch hier dem Benjamin, ob er zum Interview kommt. Aber wenn ich, legen wir dann erstmal mit Lukas los. Darf ich vielleicht kurz reingrätschen? Ja, gerne. Ich glaube, er ist im falschen Channelraum. Ja, ich glaube auch. Ich kriege ihn aber da auch leider nicht rausgezogen. Okay. Ja, genau. Und ich sehe auch gerade, drittletzte Kurve hat Morten Dirks das Auto weggehämmert und deswegen hat er da die Position verloren an Benjamin Pinge. Also lieber Benjamin, wenn du das hörst hier gerade im Stream oder wo du auch immer gerade bist, komm gerne noch zum Interview. Jawohl, da haben wir ihn. Benjamin, jetzt warst du oder beziehungsweise bist du im richtigen Raum. Wir gucken uns mal die Ergebnisse an und damit auch gleichzeitig der Glückwunsch an dich zum Sieg hier. Ich hatte gerade noch so ein bisschen Knoten, also ich hatte mich auch in der Overall-Race hatte ich mich ein bisschen gewundert, da war doch der Morten ganz vorne, aber er hat mir das gerade schon geschrieben, der hat da sein Auto weggeworfen. Ja, und du warst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen. Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Also war sehr, sehr anspruchsvoll heute. Erstmal Glückwunsch überhaupt an alle, die durchgekommen sind. War ja nur echt nicht einfach heute, ne? Ja. Ja, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich habe zwischendurch ein bisschen Schaden gehabt, den ich in der Box reparieren musste, so 5,5 Sekunden. Und da ist Morten dann an mir vorbeigehuscht, absolut verdient. Der war super schnell heute. Also der hat mir pro Runde bestimmt eine halbe Sekunde abgenommen zwischendurch. Klaus ist nachher auch nochmal durchgerutscht. Und ich habe tatsächlich, ich glaube in der letzten Runde ist Klaus und Morten beiden nochmal ein Fehler passiert. Klaus, glaube ich, beim Überrunden und Morten, weiß ich nicht, der war einfach schon zu weit weg. Und da konnte ich noch vorbeihuschen und die Konstanz einfach nutzen, wie du sagst, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ja, und du kannst auf jeden Fall, Leute, einem ganz, ganz breiten Lächeln ins Bett gehen, denn alle anderen haben dir verholfen, dass du dich in der Meisterschaft weit hat absetzen können. Jüngling, Sand, Rusbelt, Brings, Dirks, alle haben gepatzt heute und du hast dann natürlich noch einmal den Sieg von Silverstone quasi bestätigt und mit dem zweiten Platz von Paul Ricard, mein Lieber, da bist du aber jetzt mal ganz weit vorne. Ja, ich gebe mir Mühe, das noch einen Moment zu halten. Die Kurse, die wir dann in der Zukunft fahren, in, was haben wir, Indien haben wir anstehen, Finale Kyalami und dann haben wir noch
den nächsten Meisterschaftslauf, der gefahren wird in Valencia, liegen dir diese Kurse oder sagst du, nein Junge, jetzt kommen gerade die Kurse, wo ich gar nicht zurechtkomme? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Valencia, die nächsten 2 Wochen werden ein ganz hartes Stück Arbeit. Ich glaube, ich bin auf Valencia 6 Runden gefahren, mal mit dem Audi. Da weißt du, warum wir 2 Wochen jetzt Zeit haben, oder? Ja, die werde ich auch brauchen. Also da wird viel Training. Die anderen beiden Strecken bin ich mit dem Auto noch nicht gefahren. Ich habe also zum Anfang der ADAC-Saison roundabout zu dem Auto gewechselt. Mal gucken. Also Indy bringt immer Spaß. Das wird bestimmt lustig. Fragt sich für wen, ja. Ja, du, am Ende des Tages soll das in allererster Linie Spaß bringen. Absolut, absolut. Es ist anstrengend, vor allem mit der Anzahl an Autos, aber es bringt auch einen Heidenspaß. Die Herausforderung ist riesig. Ja, das meine letzte Frage ist, warum vom Ferrari der Vorsaison jetzt auf den McLaren? Weil du falsch informiert bist. Ich bin die erste ADAC-Saison dabei. Ich bin dementsprechend nicht von Ferrari gewechselt. Ich bin tatsächlich nie Ferrari gefahren. Die Ferraris liegen mir alle nicht. Okay, du bist aber vom AMC Stormann, oder? Genau, das ist korrekt. Also ich glaube, in den 25 Jahren oder 30 Jahren, wie Jörg schon kommentiert, war das der erste Fehler, der ihm unterlaufen ist, möchte ich sagen. Ich glaube auch. Es ist mir eine Ehre, dass es bei mir passiert. Vielen Dank. Ja, also herzlichen Glückwunsch, Benjamin. Und wir freuen uns riesig auf dann die nächste Veranstaltung. Und wir, der Sabi und ich, machen uns keine Gedanken, dass du in Valencia gegebenenfalls nicht zurechtkommen wirst. Du hast 14 Tage Zeit und wir wissen um deinen Ehrgeiz und freuen uns und gratulieren dir ganz herzlich zum Ausbau der Führung in der Meisterschaft in der Silberwertung. Wobei ich dir gleich mal, ja genau, ich stimme zu und ich würde dir gleich mal, du siehst es ja hier, 72 Punkte hast du bereits gesammelt, 19 Punkte Vorsprung vor dem zweiten Kai Jüngling. Und dann aber ist es sehr, sehr eng von Position 3 bis 10 sind jetzt, glaube ich, 9 Punkte oder so gewesen. Also, heieiei. Aber ich sag mal, du hast ja gesagt, Valencia noch nicht gefahren. Nimmt dir vielleicht so ein bisschen den Druck zu wissen, ja, man hat da ein großes, großes Punktekissen, worauf man sich nicht zu lange ausruhen sollte, aber schon mal ein kleines Nickerchen machen könnte. Ja, behaltet mir den Klaus Trapp im Auge. Ja. Der schimmert nämlich da hinten auf Platz 6. Ja, auf der 7. Aber ja, der hat auch die erste Veranstaltung nicht mitgefahren. Ja, also, das wird alles, es ist super spannend. Also das, wie gesagt, absolut. Wir haben es ja vorhin schon auch gesagt mit den Streichergebnissen, da wird dann immer nochmal gerechnet und so. Verrückt. Aber jetzt auch nochmal abschließend an dich, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. So, kommen wir zu den Profis, zu der Pro-Klasse. Und da haben wir mal wieder, ja, wen auch sonst, natürlich, aber herzlichen Glückwunsch, Lukas Tippach. Im Qualifying sah es nicht ganz so danach aus. Da waren wir schon ein bisschen enttäuscht, da haben die Buchmacher schon so ein bisschen die Quoten verändert. Aber dann im Rennen unfassbar starke Pace. Ich glaube, in den ersten 2 Runden nach ganz vorne gefahren. Wenn ich mich nicht jetzt irre, kannst du mich gerne berichtigen. Ja, und dann vorne geblieben. Ja, erstmal Glückwunsch an alle, die durchgekommen sind und an das gesamte Podium. Ja, Qualifying war nicht meine Glanzstunde, ja, das stimmt. Hatte dann aber auch meine gute Runde, dann kam leider ein bisschen Verkehr auf. Dadurch habe leider meine gute Quali-Runde leider. Konnte ich nicht durchfahren, ist halt aber so, dass dachte ich mir dann so aufstehen, munter putzen, weitermachen. Und dann habe ich es halt im Rennen halt, wie du schon gesagt hast, in den ersten 2 Runden habe ich dann die Führung übernommen, genau. Ja. Achtest du auch speziell auf die Teamwertung? Low Fuel Racing war ja, oder Low Fuel Motorsport war ja auch schon vor diesem Wertungslauf Teamwertung Nummer 1 und jetzt damit natürlich ausgebaut. Liegt da euer Augenmerk ebenfalls hin oder schaust du eher nur auf die Fahrerwertung? Ja, auf jeden Fall. Durch Chris ja, der dieses Mal ja zum ersten Mal mitfährt, ist natürlich nochmal was anderes, weil letzte Saison war es ja immer so, dass ich alleine mitgefahren bin. Und ja, jetzt habe ich Chris bei mir und jetzt können wir natürlich auch auf beide Wertungen vollen Fokus setzen. Und ich finde es auch super, dass Chris da komplett mitmischt. Gut, heute schade drum. Ich meine, ich glaube, er hat sogar geschafft, auf P2 vielleicht vorzufahren, wenn es gelaufen wäre, aber... Ja, irgendwie ging ihm die Puste aus. Hast du da irgendwelche Informationen? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Da habe ich leider keine Informationen. Okay. So. Aber ja, auf jeden Fall, die Teamwertung haben wir auch auf jeden Fall voll im Fokus. Jawohl. Also, Lukas, Glückwunsch nochmal an dich. Volle Punkteausbeute hier zur Halbzeit in der ADAC Sim Racing Challenge.
Also besser kann man es nicht machen, aber natürlich auch noch Glückwunsch an Tobias Nunnendorf und an Alexander Heim, die heute das Podium komplettieren. Dann gucken wir auch bei euch in die Championship-Punkte rein. Hier Lukas Tippach führt natürlich mit 75 Punkten vor Alexander Heim auf der zweiten Position, 54 Punkte, 21 schon dahinter. Aber dann Tobias Nunnendorf, Chris Berning, Julian Schrammeck, also das wird alles noch super, super eng und super spannend. Und nochmal auch hier der Hinweis, wir haben die Streichergebnisse noch vor der Brust und dementsprechend, da wird sich einiges nochmal verschieben. Und dann gucken wir auch gleich nochmal, das haben wir noch nicht gemacht, in die AM-Wertung rein. Das auch nochmal zur Ergänzung. Ja, da sage ich auch, also da bin ich deiner Meinung, Jörg, wäre der Uwe jetzt hier nicht nur Nachrücker, ich glaube, dann hätten wir da auch jemanden, der da sehr, sehr weit vorne mit dabei wäre. Aber gucken wir mal rein in die AM-Wertung. Dazu müssen wir jetzt aber gerade noch sagen, wir haben es ja auch im Rennen schon gesagt, es kann sein, dass es noch irgendwie Strafen gibt wegen Qualifying etc. pp. Also all das, was wir euch jetzt hier präsentiert haben, ist quasi vorläufig. Wir müssen natürlich abwarten, was kommt dann noch aus der Rennkommission an Strafen. Aber ansonsten gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass... Aber das ist doch die engste Wertung. Ja. Entschuldigung, dass ich gerade ins Wort falle, aber Jörg, da haben wir einen einzigen Punkt Meister oder einen Punkt Unterschied in der jetzigen Meisterschaftssituation. Wir haben gerade mal Halbzeit erreicht. Es wird eine Freude und es wird ein Fest werden, was wir bei den nächsten drei Wertungsläufen noch erleben dürfen. Und die endgültige Spekulation fängt ja dann bei uns im Kampf um die Meisterschaft erst beim letzten Lauf an, wenn wir dann auch so ein bisschen das Streichergebnis berüchtigen. McLaren, Porsche, Ferrari, drei verschiedene Marken. Und ja, auch der gerade mal 50 Punkte auf dem Konto hat, Frank Köper, ist noch lange, lange nicht weg vom Fenster. Und wir setzen ja auch noch, sofern Uwe Tholen es gelingen wird, bei den nächsten Läufen dann in den Start zu gehen, eben auch auf ihn. So ist es, wenn man ein bisschen zu spät nennt, aber Zappi, wir haben ein riesiges Teilnehmerfeld, immer sind es 50 Fahrzeuge, die Warteliste ist fast 25 Piloten groß, ja. Und dann sitzt man ja immer da auf dem Bildschirm, man ist vorbereitet, dann kommt es kurz vorher das Go, einer hat gerade noch abgesagt, bist du Nachrücker, möchtest du an den Start gehen? Und ja, du hast heute auch gesagt, Azidorf wäre auch mal Nachrücker gewesen. Nein, der war wirklich von Anbeginn dieser Season, Gott sei Dank, würde er sagen, mit von der Partie, konnte allerdings in Silverstone dort einmal nicht an den Start gehen. Aber lassen wir das im Raum stehen. Wir warten noch auf einen spannenden weiteren Verlauf der Meisterschaft und unsere Glückwünsche gehen natürlich an alle die, die heute hier mit auf dem Podium gestanden haben. Jawohl, und wir gehen mit diesen Worten zurück ins Studio. So, also jetzt hier auch nochmal zum Abschluss ein kleiner Ausblick. Am 4. Oktober, heute in zwei Wochen, sind wir im wunderschönen Valencia unterwegs. Circuit Ricardo Tormo. Ich selbst, muss ich sagen, das wird für mich eine Premiere. Den habe ich noch nie kommentiert in meiner langjährigen Historie, die natürlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen kleiner geworden ist. Aber da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ist eigentlich auch eine Vollblut-Rennstrecke. Jörg, ich glaube, da erwartet uns was. Ich beteilige mich nach dem heutigen Rennen an keinerlei Spekulationen. Zappi, was wir heute erlebt haben, das war wieder fulminanter Motorsport auf der schweren zu fahrenden Strecke in Italien, in Imola, bei strömenden Regen, bei härtester Konkurrenz, bei überaus fairem Verhalten, dass es zum Kontakt gekommen ist, untereinander passiert nun einmal reinbremsen, Räder verlieren die Haftung. Das ist alles irgendwo der Motorsport, der uns begeistert. Wir haben ein Streichergebnis, wir haben den engsten Stand in der Meisterschaft, in der AM. Klasse, liebe Freunde zu Hause, den man sich vorstellen kann. Einen Punkt Unterschied. Ja, das wird natürlich noch ein Finale Furioso werden, wo ich jetzt schon spreche. Wir fahren drei Finalveranstaltungen, Zappi. Ja. Kann man so sagen. Also wer jetzt nicht heiß ist nach der Rede von Jörg, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich würde sagen, bevor noch heißer wird und die Leute draußen verglühen, lieber Jörg, weil wir die so hier in den Bann ziehen mit unseren Rennen, sagen wir lieber Tschüss, lassen die Leute ein bisschen abkühlen. Wir freuen uns, wie gesagt, immer wieder hier für den ADAC, für euch am Start sein zu dürfen. An meiner Seite der wunderbare Jörg Hennig. Wie gesagt, da mal Grüße raus. Und mein Name Björn Zappi Heimrock.
Sabi, dir einen schönen Abend, genauso wie euch zu Hause. Schönen Abend und wir hören und sehen uns wieder in 14 Tagen. Dann kommen 3 Finalläufe im 2-Wochen-Rhythmus hintereinander. Tschüss, bis dahin.